Ja, herzlich willkommen zur FNOT News Show 2014. Schön, dass ihr wieder alle da seid. Wir fangen mal an mit Nachrichten aus dem Sport. Ja, wir versuchen ja immer so ein bisschen Trends zu erkennen und aufzuzeigen. Und ein Trend, der dieses Jahr aufgefallen ist, ist, dass Kampfkunst so ein bisschen zum Breitensport geworden ist, zumindest in der Politik. Und wir haben dann versucht, die Vorbilder dazu zu finden. Dann haben wir noch diese gefunden und dann ging es auch schon gleich ganz hart zur Sache. Und da wir auch immer einen wissenschaftlichen Forschungsauftrag haben, wollten wir natürlich wissen, welche Techniken wenden die denn da eigentlich so an? Also wir kennen alle irgendwie Bruce Lee so und dann guckt man so, offenbar scheint der Herr eine Menge aus der Ecke zu kennen. Auch John Kerry scheint so ein bisschen so in diese Richtung zu tendieren. Die scheinen alle an denselben Bewegungen zu arbeiten, ist uns aufgefallen. Genau, wir haben versucht zu finden, welche Bewegung ist das eigentlich. Ne? Und also dann haben wir natürlich uns den Großmeister angeguckt. Dann haben wir auch festgestellt, dass so schwer kann es nicht sein, weil selbst... Und dann hat Fefe tatsächlich rausgefunden, wie die Technik heißt. Nach langer Forschungsarbeit. Genau. Das heißt Monkey Steals the Peach. Und für die, die sich das nicht so richtig vorstellen können, haben wir tatsächlich auch noch einen... Nur damit ihr... Also wenn ihr nächstes Mal Politiker beim Gestikulieren seht, dann wisst ihr, was sie eigentlich meint. Politiker sind natürlich auch Vorbild für die Jugend. Ja, es gab zum Beispiel dieses Jahr diesen beeindruckenden Fall, wo es zwei Teenager geschafft haben, und zwar ein 14-Jähriger und eine 13-Jährige, 5 Polizisten zu verletzen, 3 davon ins Krankenhaus zu bringen. Und wieder haben wir uns gefragt, wo haben die das eigentlich her? So gucken die zu viel Fernsehen. Stellt sich raus, es sind tatsächlich wieder Politiker. Die haben offenbar ukrainisches Fernsehen geguckt, nämlich das dortige Parlament ist einigermaßen voll mit Gewaltszenen. Wie man, na, wir haben schon immer gesagt, Politik ist eine kriminalitätsgeneigte Berufsgattung. Ja, und es ist ja nicht nur in der Realität gibt's Gewalt, sondern auch in Büchern und Geschichten. Alt und neu, in der Fantasy-Literatur besonders. Und uns ist aufgefallen, als wir bei der Ukraine recherchiert haben, da gab es am Anfang dieses Jahres so ein paar Parallelen, die wir gerne aufzeichnen möchten. Und zwar ist D&D eine sehr populäre Sache in der Ukraine. Wir sehen hier einen Kleriker. Und nicht nur von bekannten Mainstream-Gottheiten gibt es Kleriker in der Ukraine, sondern auch von weniger... Ja, nicht nur Kleriker, wofür hat man die in der Party? Es geht da um Untote normalerweise, auch da gibt es in der D&D-Welt eigene Literatur für. Und hier sieht man einen Undercover-Polizisten, der von Demonstranten aufgedeckt wurde und der von einem Kollegen gerettet wurde. Und man sieht noch einen der Demonstranten hier, diese Frau, die versucht mit den zur Hand seinen Werkzeugen nochmal nachzutreten. Auch hier klares D&D-Vorbild. Aber gehen wir weiter in den Klassen von D&D. Es gab auch Kämpfer. Aber auch Videospiele sind populär, haben wir festgestellt. Ja, das ist hier ein etwas moderneres Vorbild als D&D. Die Verkehrsschildsache sieht man tatsächlich in einigen Videospielen. Wir haben ja mal eins rausgegriffen. Fallout, aber es gibt auch andere Videospiele. Wir haben ja noch ein schönes Beispiel gefunden. Na, wer kommt drauf? Und aktuelle Filme oder weniger aktuelle Filme scheinen da irgendwie deutlich Vorbild zu sein, mindestens für die Inszenierung im Fernsehen. In diesem Fall Schwarzeneggers End of Days. Ja, nicht nur in der Ukraine kann man Einflüsse aufzeigen, sondern wir haben ja auch ein schönes Bild aus Katalonien gefunden. Hier sieht man eine Shotgun mit einem
Schalldämpfer, das gibt's eigentlich eher selten. Ja, und wenn man Kampfkunst anwendet und kein trainierter Experte ist, dann muss man aufpassen, da gibt's eine Verletzungsgefahr. Wir haben hier ein Beispiel rausgesucht, das ganz, ganz eklatant war. Und der Mann hat hinterher tatsächlich seine 120.000 Dollar Pension dafür bekommen, dass er sich dabei verletzt hat, Demonstranten zu verprügeln. Das ist kein Symbolbild, das ist der tatsächliche Kopf hier. Ja. Und also Gewalt in der Politik scheint auch in anderen Ländern irgendwie durchaus üblich zu sein. Hier haben wir einen, den Berater des Präsidenten Erdogan, der einen Demonstranten tritt, der junge Mann da links im Anzug. Und der wurde hinterher krankgeschrieben, weil er sich den Fuß verstaucht hatte. Das bringt uns zu einem Themenkomplex, der uns dieses Jahr relativ viel beschäftigt hat. Wir haben nämlich festgestellt, es gibt eine ganze Menge Dinge, die mit Beratern zusammenhängen. Wir fangen mit einem alten Bekannten an, den wir hier schon mehrfach gewürdigt haben. Genau. Die Bahn. Das ging relativ zack auf zack, kurz nach der Meldung, dass Herr Pofalla Generalbevollmächtigter wird, übrigens nicht von der ganzen Bahn, sondern eigentlich nur für Lobby und PR. Und es geht eigentlich auch erst nächstes Jahr los, aber große Meldungen können relativ schnell schon vor dem eigentlichen Wirkungsantritt andere Wirkungen zeigen, so auch in diesem Fall. Also die Bahn hatte also wirklich kein gutes Jahr. Es war, also man sieht den Einfluss von Herrn Pofalla schon sehr deutlich, nicht wahr? Also wo wir gerade bei der Bahn waren. Genau, wo wir gerade bei der Bahn waren, haben wir noch einen anderen alten Bekannten. Und der hat sich auch Berater dazu engagiert, nämlich von PricewaterhouseCoopers, auch so eine große Beratungsfirma. Und die Berater mussten dann eigentlich wieder gehen, weil die irgendwie, keine Ahnung, haben die tatsächlich vielleicht irgendwas gefunden oder haben nichts hinbekommen? Es war kein Platz mehr, weil es wurden nämlich neue Berater reingeholt. Genau, von KPMG. ja, und dann haben sie mit KPMG geguckt, zu versuchen, was da rauszukriegen, was jetzt eigentlich schiefgegangen ist bei den letzten Beratern. Die Presse war mittlerweile nicht mehr so ganz begeistert von irgendwie den Dingen. Und dann ist tatsächlich was Gutes passiert, nämlich Herr Medaun hatte die Schnauze voll. Und dann ist noch etwas Erstaunliches passiert, nämlich KPMG musste bei sich selber sparen. Die Boni wurde gestrichen und sogar die Heizung wurde zeitweise abgestellt. Keine Angst. Vielleicht haben die auch ein Brandschutzproblem, man weiß es ja nicht. Aber keine Angst, so eine Beraterfirma ist ja nichts, wenn sie nicht gut in der Akquise ist. Und so haben die einen neuen Kunden gefunden, nämlich die Bundeswehr. Und ich muss ja sagen, diese Bundeswehrnummer macht mir tatsächlich so ein bisschen Hoffnung, ne? Weil nicht nur ist da jetzt KPMG unterwegs und hat sich irgendwie das alles angeguckt. Nein, sie haben jetzt auch eine Staatssekretärin, die von McKinsey kommt. Das heißt, es besteht Hoffnung auf richtig Frieden und Abrüstung, weil wenn wir gucken, was McKinsey woanders in anderen Dingen so anstellt, in anderen Unternehmen, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Also, es ist, Und tatsächlich ging eigentlich ziemlich direkt los. Die flog nichts mehr, fuhr nichts mehr. Ja, Moment, lass das mal kurz. Hier finde ich den unteren Satz, den ich da markiert habe, finde ich ein absolutes Highlight. Die Meldung sagt, der Eurofighter ist so kaputt, dass wir nicht viel mit ihm fliegen können. Und dann sagen sie darunter, ja, es spielt aber keine Rolle, weil wir eh nicht viel mit ihm fliegen können. Wer den Eurofighter gerade nicht auf dem Radar hat, der hieß früher Jäger 90. Genau. So lange warten wir schon darauf, dass der funktioniert. Also 1990 sollte der mal fliegen. So, dann mussten sie auch noch irgendwie sagen, ja gut, okay, also wenn ihr Pech habt bei eurem Ebola-Einsatz, habt ihr halt Pech, dann müssen wir euch leider da lassen oder so, weil wir haben nichts zum Zurückfliegen. Dann gab es dieses denkwürdige Bild, auf das genau, wir uns ganz besonders freuen. Das Internet hat natürlich dann auch rausgefunden, da gab es dann so ein Treffen von Regierungschefs. Und wenn wir mal genau hingucken. Also ich bin ein großer Fan von so. Also ich meine, das ist so ein bisschen so wie, also man kann auch zu nuklearen Optionen greifen und die Bundeswehr dazu zwingen, SAP einzuführen. Dann wäre
Dann wäre wahrscheinlich wirklich Schluss, aber vielleicht kommen Sie ja noch auf die Idee. Das ist ja auch, soweit ich weiß, das versuchen Sie gerade. Herkules ist unter anderem, hat irgendwelche SAP-Probleme gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Ah, okay. Also wir können, die Bundeswehr ist relativ sicher abgeschrieben. Also, was hatte ich gesagt? Genau, strukturell kriegsunfähig finde ich sehr gut. Ja, die nächste Beraterfirma, die dieses Jahr eine gewisse Rolle gespielt hat, war CSC. Und zwar gab es da ein kleines Datenschutzproblem beim Schengen-Informationssystem 2. Das ist der Zusammenschluss der Polizeibehörden der EU-Mitgliedsländer und noch einige andere Länder, die auch mitmachen. Da gab es einen Angriff, bei dem der ein oder andere Datensatz rausgetragen wurde. Allein Datensätze aus Deutschland waren da im hohen sechsstelligen Bereich betroffen. Und dann hieß es erst, aber macht euch keine Sorgen, die Daten sind kodiert. Und wer jetzt denkt, kodiert heißt Verschlüsselung. Nein, nicht eigentlich eine Verschlüsselung, sondern ist halt, da steht dann halt eine Zahl. Wenn Sie, also so wie in den US-Polizei sehen, kennt man das ja auch, da haben die halt irgendwie eine Zahl für pro Delikt und so muss man sich das ja auch vorstellen. Ja, aber wer ist denn überhaupt fähig genug, bei CSC einzusteigen, war die nächste Frage. Welcher Hacker kann denn das gewesen sein? Und da stellt sich dieses Jahr raus, dass der Pirate Bay-Gründer Anna Katter eine Strafe gekriegt hat dafür, dass er Daten rausgetragen hat bei CSC. Und die ein oder andere, das ein oder andere Medium hat tatsächlich im Kleingedruckten unten weiter gesagt, dass es um Schengen Region Databases ging. Das heißt, ja, das war dann wohl derselbe Fall. Und wer CSC nicht so richtig einordnen kann, CSC ist so einer der größten Dienstleister der NSA und die betreibt da unter anderem die IT. Also große Teile der IT. Und also zum Beispiel dieses Groundbreaker-Programm, die sind auch irgendwie fett mit dabei, zum Beispiel die große Konferenzen auszurichten, wie zum Beispiel den Klimagipfel, den die NSA dann ausspioniert hat und wo sie auch meinten, das wäre ganz erfolgreich gewesen. Und dann denkt man sich so, naja, CSC, vielleicht sollte man vielleicht ja doch nichts mit denen mehr machen. So. Und dann stellt sich raus, unsere Bundesregierung hat denen einen dicken Sack Aufträge machen. In Bayern das Vorgangsbearbeitungsprogramm beim LKA. Sind alles neue Sachen, das sind nicht die schon laufenden Rahmenverträge. Das sind neue Dinge. Und CSC hat versprochen, dass sie keine Daten an die NSA weitergeben. Ich fühle mich gleich viel besser irgendwie so, ne? Also, aber es gibt Hoffnung, Sie sind auch bei Herkules dabei, bei der Bundeswehr. Ne? Sind auch bei der Bundeswehr dabei, was natürlich für einen NSA-Zulieferer besonders pikant ist, aber gut, ist die Bundeswehr. Also die Abrüstung ist bisher nicht gefährdet. Eine Beraterreihe wäre nicht komplett, haben wir uns gedacht, ohne einen alten Bekannten. Ja, in Niedersachsen sollten die Windows XP ablösen. Das hat dann gewisse terminliche Probleme mit dem Projektmanagement gegeben. Was halt irgendwie dazu führte, dass es halt irgendwie alles ein bisschen länger dauerte. Deswegen müssen Sie XP jetzt noch ein bisschen länger betreiben. Unten rechts sehen wir den neuen Desktop-Hintergrund von Windows XP. Ich glaube, wir haben schon fast alle Firmen durch. Eine ist noch. Ja, es gibt noch ein paar. Boston Consulting, genau. Boston Consulting berät nämlich einen besonders harten Fall, nämlich die FDP. Die liberale Marke hat enormen Schaden genommen. Genau. Nein! Oh. Also bisher sind die Erfolge des Beratungsprojekts eher noch so ein bisschen schwierig zu finden, nämlich im Bereich Sonstige. Ja, aber vielleicht wird es ja noch. Ja, noch jemand, der sozusagen, also man so diese Nähe von Politik und Beraterfirmen, denkt man sich, also ein Politiker ist doch bestimmt auch ein guter Berater. Und da haben wir ein schönes Beispiel, nämlich Roland Koch, auch ein alter Freund der Show, der irgendwann mal dazu aufgerufen hat, dass man Steine auf Solaranlagen schmeißen solle, weil das mit dieser Energiewende ist doch eigentlich eine doofe Idee und würde eigentlich die Versorgungssicherheit gefährden und überhaupt. Wenn man der Wirtschaft helfen will, so im Wesentlichen, dann soll man doch Steine auf Solaranlagen werfen. Da war er schon Vorsitzender. Vorstandschef von Bilfinger Berger. Ein Baukonzern eigentlich. Genau. Und hat dann da gleich erstmal angefangen irgendwie. Aber nachdem Herr Koch da angefangen hat, haben sie sich überlegt, das mit dem Baugeschäft. Genau. Das war der Aktienkurs, weil er meinte, also eigentlich ist Bauen doch scheiße, wir machen doch lieber nur noch Service.
Naja, es ging halt nicht so gut so, da gab es dann halt so ein paar kleine Zwischenfälle über Korruption irgendwie und dann gab es noch eine Gewinnwarnung, weil und es war dann auch schon die dritte, ne? Und und dann sah der Aktienkurs auch richtig scheiße aus und dann hat er dann doch den goldenen Fallschirm genommen und musste gehen. Und Fefe hat ja immer so das Bestreben zu gucken, so was gibt's denn so im Bereich Spielkarten, so bei, was haben wir da gerade? Ja, ich habe ja vorhin so ein bisschen D&D-Karten gesucht und da fiel mir hier eine über den Weg, wo ich dachte, wo passt die denn? Wenn wir einen guten Ort finden, werden wir sie einbauen. Ja, wo wir gerade bei der Politik sind, da gab es ja diesen Zwischenfall mit dem Herrn Edati. Die haben ja mal so eine Fotoroman draus gemacht. Und der nun nicht so gänzlich schadensfrei für den Teil der Politik abging. Der wurde ja verdächtigt auf der Basis einer Datenbank, die von irgendwelchen ausländischen Dienststellen kam, dass er halt irgendwie sich Kinderpornos runtergeladen hätte. Und dann ging jetzt die große Frage darum, wer hat ihn denn rechtzeitig gewarnt aus der SPD, dass er sich rechtzeitig verdrücken konnte, seinen Laptop verlieren konnte und was sonst noch so anfiel. Und da gab es ein größeres Hin und Her. Und interessanterweise fand sich denn, also die haben sie dann noch so zelebriert, so wie sie es immer so tun, mit Immunitätsausschuss und, ne, und Krankwerden. Und das BKA saß erstmal ein Jahr auf den Akten, kam dann später raus. Die saßen halt schon ein bisschen länger drauf. Und sie hatten eigentlich auch einen eigenen Fall im Hause, nämlich einen BKA-Beamten, der ja da sozusagen auch in dieser Datenbank stand und also der Fall D, ne, und der wurde dann herausgelöst aus den Daten, der Innenminister bekam eine mündliche Information und innerhalb von Tagen wurde das dann gelöst, ne, und über diesen Fall musste dann Herrn Edati gehen. Wir haben uns gefragt, irgendwas muss doch da ganz komisch sein, ne, weil es gibt doch da irgendwie jemand, der in diesem Fall sehr intensiv involviert war, nämlich Herr Zielke, und wieso war der eigentlich so lange im Amt? Und dann haben wir ein schönes Zitat gefunden, nämlich, es könnte noch weitere Überraschungen auf dieser Kundenliste geben. Und so hat das dann bis zum offiziellen Pensionsantritt im Amt gehalten. Genau. Und da fiel uns dann nur noch dieses Bild als Illustration dazu. Ja, wir haben als nächstes eine neue Kategorie, die in diesem Jahr sozusagen mit einem neuen Begriff auch eingeführt wurde. Nämlich der Merkel-Effekt. Und der Merkel-Effekt beschreibt das, also den hat Edward Snowden definiert, nämlich einige Menschen sind gleicher als andere. Übrigens unten links ist auch Frau Merkel. Kann sich noch jemand an dieses Telefon erinnern, was sie da in der Hand hält? Wer von euch hatte so eins? Will keiner zugeben. Also der Merkel-Effekt beschreibt, wenn jemand plötzlich merkt, dass er schockiert und empört ist, nachdem er selbst betroffen ist. Aber exakt genau erst dann. Ne? Und da haben wir einige Dinge gefunden. Also Herr Gauck zum Beispiel, nachdem also der BND offenbar auch für die NSA, also einige Teile des BNDs für die NSA spionierten oder für die CIA, war also auch Herr Gauck empört. Hat ein Interview im Morgenprogramm gegeben, ein paar sehr unpräsidentielle Fingergesten gemacht, wenn ich das mal so formulieren darf. Und hat gesagt, ihm reicht's jetzt, muss aber hier mal Schluss sein. Was ihn aber nicht daran gehindert hat, trotz gewisser Zögerung dann halt erstmal die nächste Diätenerhöhung zu unterschreiben. Und dann dachten wir, weil schon bei Herrn Gauck waren, gucken wir uns doch mal an, was der sonst so sagt. Er hat im Januar eine Rede gehalten auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist so die Bombenschmeißerkonferenz, also die mit dem B-52 in München. Und da hat er einen schönen Begriff, nämlich die elektronische Gefahrenabwehr, und hat dann gerügt, dass die Verbündeten, er meinte die NSA, dabei ein wenig übers Ziel hinausschießen. Damit meinte er den NSA-Überwachungsskandal, den weltweiten. Und dann gab es noch so einen schönen Vergleich im Netz über, was er zu Stauffenberg gesagt hat. Na, also wir müssen mutig sein und zu unseren Werten stehen. Und dazu gehört es, sich nicht mitschuldig zu machen, wenn anderen Unrecht geschieht. Soweit so gut. Was er dann zu Edward Snowden zu sagen hatte, war nur, für puren Verrat oder Überschreitung von Verpflichtungen, die man eingegangen ist, hat er kein Verständnis. Tja, so ein Mann ist unser Bundespräsident. Applaus
Beim nächsten Fall, also ich habe immer versucht, so Vorher-Nachher-Bilder zu suchen. Beim nächsten Fall war es ein bisschen schwierig, ein Nachher-Bild zu finden, weil der immer so debil in die Kamera grinst. Und so, naja, ich habe jetzt eins, aber werdet ihr sehen. Naja, na gut. Jedenfalls hat er sich beschwert bei Obama, er war auch empört. Er hat plötzlich entdeckt, dass er eigentlich Datensammeln nicht gut findet, jedenfalls nicht, wenn es die NSA macht. So, natürlich gab es ja dann dieses schöne Gerede darüber, dass wir ein No-Spy-Abkommen haben wollen und der BND hat halt die Verhandlungen geführt dazu. Also über das europäische No-Spy-Abkommen, wir haben den Chef vom BND und vom Verfassungsschutz. Nur wollten sich die USA das irgendwie nicht verbieten lassen und ein hochrangiger BND-Beamter sagte, die Amerikaner haben uns belogen. Und der BND ist. Die haben ja mit dem Geheimdienst in den USA verhandelt. Ja? Also ein Geheimdienst ist davon überrascht, dass ein anderer Geheimdienst lügt. Aha. Nein, doch. Oh. Ja, 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 ja. Nein, doch. Oh. Auch sehr überrascht war die CDU, als sie feststellte, dass im Bundestag es eine Vorratsdatenspeicherung gibt. Also wir waren zugegebenermaßen auch ein bisschen überrascht, weil wir sagen ja eigentlich immer, eigentlich ist doch Politiker überwachen eine gute Sache. Weil als kriminalitätsgeneigte Berufsgattung ist auf jeden Fall was zu holen. Aber dass die dann tatsächlich unseren Vorschlägen folgen und das in die Tat umsetzen, davon waren wir schon so ein bisschen überrascht. Insofern, dass die CDU da auch überrascht war. Ja, kann ich verstehen. Kalt erwischt. Dann. Ja, auch schockiert und entsetzt war die USA, als sie feststellte, dass China Wirtschaftsspionage betreibt. Und die NSA den Huawei-Konzern gehackt hat. Das war so ein bisschen peinlich, dass es in zeitlicher Nähe rauskam, aber naja. Ja. So ist das halt manchmal. Auch John McCain war entsetzt. Und er ist zu einer spannenden Einsicht gekommen, die wir hier mit euch teilen wollen. Genau. Also er fand das Verhalten in der Krise der Deutschen fand er eigentlich doof so, ne? Und meinte also, man hatte ja den Eindruck, dass in Berlin die Industrie mitregiere. Ja, wir haben ja nur zweimal eingebaut, das tut uns leid. Wir dachten, wir wollen da hier nicht nerven. Wenn wir gewusst hätten, dass ihr das so dringt, dann machen wir es nochmal. Komm her, einmal. Nein, doch. Oh. Ja. Also. Auch der US-Außenminister hat dieses Jahr mit Empörung reagiert. Als er sieht, dass Russland sich wie ein Land im 19. Jahrhundert verhält und einfach so in andere Länder einmarschiert, unter Verweis auf frei erfundene Gründe. Wo gibt's denn sowas? Kam irgendwie nie vor im letzten Jahrzehnt. Ne? Mhm. Ja, auch im Inland gibt es immer wieder schöne Effekte vom Merkel-Effekt. Die SPD hat zum Beispiel schockiert reagiert, als sie festgestellt hat, dass die NSA auch den Schröder abgehört hat. Vorher war das nicht so schlimm. Und unser Justizminister hatte dazu eine bemerkenswerte Erkenntnis. Ich sagte, wer Kanzler-Handys abhört, liefert damit keinen Beitrag zur Terrorabwehr. Da kann man natürlich drüber streiten, aber naja. Da musst du noch einbinden. Tja. So, wo wir gerade bei der SPD sind, ich habe ja einige Meldungen dieses Jahr von denen gesammelt, die so ein bisschen einen gemeinsamen Chorus hatten. Ich habe da mal was vorbereitet. Mach die Folien. Ja.
Jetzt spielt er nicht. Ich krieg eine Krise. Ich weiß nicht. Scheiße, jetzt spielt er nicht. Mann! Machen wir nochmal. Scheiße. Die Technik. Einen haben wir noch. Ich weiß nicht, warum wir nicht spielen. Keine Ahnung. Wir haben das 5-mal getestet und er hat es jedes Mal gemacht. Es tut mir leid. Nochmal. Reboot tut gut. Ja. Lauter machen? Ist schon laut. Achso, hast du hier? Es gibt da so einen Spruch von den alten Kommunisten, mit dem die 1918 ihre falschen Freunde dissten. Natürlich haben wir heute eine andere politische Lage und trotzdem passt der Spruch irgendwie in unsere Tage. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft. Ja, schade, dass es komplett nicht klappt, aber... Vorführeffekt. Aber ja, die SPD hat sich dieses Jahr besonders mit ganz schön viel Nichtruhm bekleckert. Also der NSA-Untersuchungsausschuss ist zum Beispiel deswegen nicht zustande gekommen über lange Zeit, weil die SPD dringend die deutschen Dienste ausnehmen wollte. Und ein besonderer Freund ist natürlich der SPD-Fraktionschef Oppermann, der nicht wollte, dass befreundete Nachrichtendienste überwacht werden. Also wie kommt denn der darauf? Hat festgestellt, der trifft sich gerne mit dem US-Botschafter Murphy und die beiden kennen sich aus der Atlantikbrücke. Da ist nämlich der US-Botschafter Murphy im Internationalen Verbindungskomitee und Herr Oppermann ist Mitglied. Wer sich dafür interessiert, kann sich mal die Atlantikbrücke angucken. Was kann da schon schief gehen? Ja, ein besonderes Freundesgeschenk sind natürlich immer Länder, die eine Vorratsdatenspeicherung haben, auf die man sich dann beziehen kann. Also zum Beispiel Herr Gabriel meinte so, also Norwegen mit der Vorratsdatenspeicherung, da wusste man sehr schnell, wer ein Osloer Mörder war. Doof nur. Der wurde nicht durch die Vorratsdatenspeicherung gestellt. Es wäre auch schwierig gewesen, weil Norwegen hatte zu diesem Zeitpunkt schlicht keine Vorratsdatenspeicherung. Und dann gab es ein erfreuliches EuGH-Urteil, in dem die EU-Direktive, die der Vorratsdatenspeicherung in den einzelnen Ländern zugrunde liegt, für ungültig erklärt wurde. Woraufhin so auch gewisse Aussagen der Politiker relativiert werden mussten. Daraufhin ist jetzt die Vorratsdatenspeicherung übrigens umbenannt worden, nämlich in Mindestspeicherung. Nach Mindestspeicherung. Und zwar eine angemessene Mindestspeicherung. Wer kann da was dagegen haben? Nicht so angemessen. Auch angemessen findet natürlich irgendwie die SPD dann den Unterbindungsgewahrsam sogar gegen den Rat ihrer Experten. Also es ging um einen Berliner Vorfall. Und zwar hat der konservative Innensenator Henkel wollte gerne den sondern Unterbindungsgewahrsam im Koalitionsvertrag auf 4 Tage verlängern. Die Polizeipräsidentin hat gesagt, so brauchen wir nicht. Hat aber natürlich irgendwie den sozialdemokratischen Bürgermeister Wobereit nicht daran gehindert, bei den Koalitionsverhandlungen einzuknicken und das zu unterschreiben. Und das mit dem Einknicken können wir auch gerade live beobachten, nämlich bei den Themen TTIP und CETA, also die beiden Handelsabkommen mit den USA und Kanada. Es gibt einen SPD-Parteitagsbeschluss. Investitionsvorschriften sollen nicht, Schutzvorschriften sollen nicht eingeführt werden und auch diese Schiedsgerichte sind abzulehnen und zwar in jedem Fall. Dann war Gabriel bei der
EU-Kommissarin Cecilia Malmström und meinte danach so, ja, also das komplett rauszunehmen ist jetzt also wirklich nicht mehr so eine richtige Option. Also können wir so langsam sehen, wie es so langsam so schon so bei 45 Grad ist und demnächst macht es Boom und dann fällt er um. Ähnlich sieht es halt aus bei dem Exportstopp von Spähsoftware. Gerade der Gabriel ist so ein bisschen kompliziert an der Stelle, weil wir uns am Anfang teilweise echt gefreut haben über den, weil er so ein bisschen den Eindruck machte, als wenn er wirklich interessiert sei, Dinge zu ändern. Und er sprach auch so Sachen wie Trojaner-Exporte an von sich aus, ohne dass wir ihn da treten mussten. Also ein bisschen getreten haben wir natürlich, aber also jedenfalls einer der wenigen, die das überhaupt angesprochen haben. Und das Versprechen war völlig klar, das wird es unter ihm nicht geben. Und da wird jetzt Transparenz eingeführt und wir sorgen dafür, dass da nichts mehr passiert. Und dann hat die Presse die Frechheit gehabt, nachzufragen, wie das dann in der Vergangenheit war mit Trojaner-Exporten, was wir so exportiert haben. Und da war das dann plötzlich doch nicht mehr so dringend mit der Transparenz. Ja, ist halt ein schwieriges Thema mit den Waffenexporten, ne? Weil da hängen auch immer Arbeitsplätze dran, ne? Und Arbeitsplätze sind natürlich sehr wichtig, insbesondere wenn man dann halt auch so als SPD-Politiker noch so ein bisschen Geld von diesen, also muss man die Frage, ob es die eigenen Arbeitsplätze sind, wenn sie noch Zusatzhonorare bekommen. Da konnte der Minister dann leider nichts machen, was irgendwie die Rüstungsexporte angeht. So einen ähnlichen schönen Fall von, wie nennt man das, Zweitgehalt oder so, gibt es dann an verschiedenen anderen Stellen auch noch irgendwie in, zum Beispiel bei den Verlagen in ihrem großen Kampf gegen Google. Also angesichts der mickrigen Gehälter kann man von Aufstockung reden. Oder? Aufstockung, ja. Also wer da so an Hartz IV denkt, ist eher falsch, aber die... Naja. Ähnliches Prinzip. Genau, wir können dann mal gucken, wo die Leute dann hinterher bleiben sollen. Und auch Google soll zerschlagen. Das hat überhaupt nichts mit Axel Springer zu tun. Und damit, dass demnächst wieder Wahlkampf ist oder so. Ist also ähnliche... Aber immerhin die Energiewende haben wir doch jetzt. Oder? Ja, genau, Energiewende ist doch jetzt so. Ne? Also vor Sigmar Gabriel wurde gesagt, so Ausstieg aus der Kernenergie, Klimaschutz und so weiter. Wichtig sind jetzt auch Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Und zwar auf gleicher Stufe. Vorher war das so Vorbedingungen. Ja, also und die wollen wir nicht verletzen, aber wir wollen schon Ausstieg aus der Kernenergie und Klimaschutz. Und jetzt wollen wir gleichberechtigt Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, zu 50% haben wir es erfüllt. Ja. Selbst wenn wir den Ausstieg aus der Kernenergie rückgängig machen. Und das sieht dann ungefähr so aus, unsere Energiewende Zukunft. Also wir haben dann noch eine, so ein bisschen Windmühle ist noch so. Naja, und wohin es dann führt, ist natürlich irgendwie unsere Klassiker-Kategorie, nämlich die Natur schlägt zurück, weil wenn wir so weitermachen, ist natürlich der Klimawandel nicht wirklich aufzuhalten. Und man muss sich ja immer, stellt sich immer vor, so Global Warming und so, das passiert ja nicht so viel, denkt man, da wird es halt ein bisschen wärmer. Und gerade in den USA überhaupt kein Problem, wenn man den Medien da folgt. Genau. Alles eine Legende. Bis dann mal ein bisschen Schnee gibt. Das ist kein Kriegsangriff hier, sondern das ist Schnee. Mehr als Schnee war da nicht. Gut, ein bisschen mehr Schnee will ich einräumen. Ja, so sieht es dann halt aus, wenn die globalen Wettersysteme durcheinander kommen. Und es gibt aber immer noch so Republikaner, die meinen halt so, also nee, ist also diese Global Warning-Sache ist halt eigentlich nur Betrug und eigentlich sind da die Illuminaten dahinter, die eine Weltregierung... Die uns eine Weltregierung aufdrücken wollen. Genau. Und dann dachten wir uns, wer ist denn dieser Typ? Kennt man den irgendwo her? Und dann fiel uns ein, den haben wir doch schon mal gesehen, nämlich auf diesem Bild. Das ist der ältere Herr da im Bild. Und der da zusammen mit einem Professor... So, aber was ist denn das da im Vordergrund? Meinst du das da? Ja. Kann man ein bisschen schlecht erkennen. Ich weiß nicht. Das ist bestimmt Schnee vom Global Warming. Genau. Vielleicht auch Babypuder oder so, keine Ahnung. Ja, also das Wetter ist in den USA so dermaßen im Eimer, dass sogar das Burning Man dieses Jahr zugeregnet ist. Die mussten einen Tag später aufmachen. Das findet in der Wüste von Nevada statt und ist wegen Regen ausgefallen. So, was? Aber von Fakten lassen sich solche Leute eh nicht aufhalten. Ja? Also es gibt dann eine Neuerscheinung auf dem Buchmarkt von dem Vorsitzenden des für Klimawandel zuständigen Komitees im amerikanischen Senat. Das ist nämlich dieses hier über die Global Warming Conspiracy, die unsere Zukunft bedroht. Aber die Natur wehrt sich natürlich noch auf andere Wege. Nicht nur im Großen, auch im Kleinen. Genau, also in Indien hatten sie ein Problem. Die haben da ganz viele Wahlcomputer. Und dieses Jahr hatten sie ein Problem, dass ihnen Ratten die Kabel an den Wahlcomputern zerfressen hatten, weswegen in einigen Städten die Wahlen später stattfinden mussten.
Weil dieses Wahlcomputerproblem in Indien steht ja ohnehin noch, aber wer von euch trainiert Ratten? Ja, nicht nur im Mikrokosmos gibt es Naturzurückschlageprobleme, sondern auch manchmal gibt es größere Probleme am Stück. Zum Beispiel in Südtirol dieses Jahr. Und in Frankreich gab es auch ein bisschen Steinschlag. In Madagaskar gab es eine Heuschreckenplage, so die von biblischen Ausmaßen war. Und dann haben wir noch diese Meldung gefunden, dass nämlich in Madagaskar es Beulenpest und Lungenpest gibt. Und da dachten wir uns, irgendjemand hat sich dann doch wieder verspielt. Ne? Das war ja, wir werden noch viel mehr Pest haben, wenn das so weitergeht mit der Keimresistenz. Das kommt man auch in China ganz gut sehen, da gab es auch einen Pestausbruch. Die zu einer Teilquarantäne von der Stadt führte. Aber die große Seuche dieses Jahr war natürlich Ebola. Und was in Afrika passiert ist, habt ihr alle mitbekommen. Aber was im Westen passiert ist, fand ich teilweise so dermaßen absurd. Was wir hier haben, ist eine Kontrolle an einem Flughafen. So, der Mann wird halt auf Temperatur kontrolliert. Und in den USA ist die ganze Sache dann auch so in der Öffentlichkeit so ein bisschen eskaliert. Ein bisschen entgleist. So. Da standen dann noch so Leute an der Straße, die irgendwie natürlich forderten, dass jetzt also erstmal der Flughafen zumacht. Und auch in Deutschland gab es so gewisse Panikeffekte. Genau. Also da gab es dann in diesem, analog zu diesem Begriff Swatting, für irgendwie ein SWAT-Team irgendwo hinholen, gab es dann auch den Begriff E-Bowling, wenn man dem Rat der Bild-Zeitung folgte und den Notruf. Die haben eben 112 wegge-E-Bowled. Und dann gab es auch eine. Reaktion auf dem Kindermarkt. Ja, häufig sind nicht nur Menschen betroffen, sondern auch Infrastruktur an sich. Und da muss man teilweise gar nicht nachhelfen von Seiten der Tastatur, sondern die bröselt schon von sich aus. Oder bröselt Menschen gemacht. Ne? Also die Infrastrukturapokalypse ist ja eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Also sowas kennen wir ja, also LKW fährt unter Brücke oder in den Tunnel und bleibt da stecken, aber jetzt neu kennen wir auch Züge, die in Tunneln. Ich frage mich ja, wie sie das hinbekommen haben. Dann haben wir irgendwie auch noch so von Menschen gemachte Probleme, dass Flüge vom Radar verschwinden, hatten wir ja so mehrere, so die merkwürdig waren. Und dann gab es aber so ein großflächiges Problem damit, nämlich in Österreich, da verschwanden Flüge genau während NATO-Übungen, wo sie auch so mit Radar-Jammern experimentiert haben, einfach vom Radar. Ja, erfolgreich, würde ich sagen, die Übung. Ja, das war offensichtlich. Ja, hier, die nächste Folie handelt von einer Sache, die wir schon in der letzten Nordshow gewürdigt haben, da gibt es ein Update zu. Genau. Und zwar gab es dieses denkwürdige Finanzamt, die kein Geld hatten, um einen Feueralarm einzubauen und die dann den Mitarbeitern Tröten gegeben haben. Und wenn sie ein Feuer sehen, sollen sie tröten. Wir hatten ja schon uns gefragt, warum das nicht einfach eine Lösung für BER wäre. Also einfach jeden 10. Passagier vorne eine Vuvuzela an die Hand drücken, um dieses Brandschutzproblem zu lösen. So, das war letztes Jahr. Stellt sich aber raus, dass es da tatsächlich erhebliche praktische Probleme gibt. Gewisse Nebenwirkungen, ja, man kann schon fast von selber drauf kommen. Ja, was passiert, wenn die mal eine Feueralarmübung machen? Dann wird's laut. Und da gab's tatsächlich Gehörschäden. Ja, manchmal ist es nicht Infrastruktur, die wegbröselt, sondern Infrastruktur, die gar nicht erst gebaut wird. Da haben wir diese schöne Meldung aus dem Februar, als die CDU vor dem übereilten Bau von Asylunterkünften gewarnt hat. Ihr werdet schon vermuten können, in welche Richtung die nächsten Folien jetzt gehen werden. Also die Lage ist halt natürlich elend. Also nach wie vor entspannt. Ja. Also kein Problem. Selbst in Bayern spricht das Rote Kreuz von einer humanitären Katastrophe. Bayern nimmt erstmal keine Flüchtlinge mehr auf. Brandenburg ist nicht vorbereitet. Masernausbruch in Karlsruhe im Flüchtlingsheim, in Windpocken und Masern auch in Berlin
So, das heißt also die... Ist ein flächendeckendes Problem auf Deutsch. Ja, und dann haben wir uns gefragt, wo kommt das eigentlich her? Und dann haben wir gefunden, es gab ein Zitat von unserem Innenminister de Maizière, der sagte nämlich, wenn wir Flüchtlinge aufnehmen, dann haben die Terroristen gewonnen. So, solche Menschen sind unsere Innenminister. Ja, ja, auch die technische Infrastruktur zeigt, wenn sie dann hinreichend lange privatisiert wird, gewisse Probleme. In London... Strukturschwäche. In London ist... gab's... gab's einen Wasserrohrbruch und da ist sehr viel Wasser in die Kanalisation gelaufen. Dann hat halt, was schon vorher in der Kanalisation war, hochgespült. Das war nicht durchgehend wohlriechend. Genau. Also die Briten haben dabei eigentlich Erfahrungen damit und wissen es natürlich immer zu nutzen. Ja, Wasserschäden kommen ja häufiger vor. Ich glaube, das war schon so ein bisschen vorbereitet. Da gab es dann eine Anfrage nach den Akten zum UK-Mitmachen beim CIA-Folter-Entführungsprogramm. Und die Akten sind unglücklich bei einem Wasserschaden beschädigt worden. Ja, die... Später haben sie dann gerettet, als die gesamte Presse sich einmal darüber lustig gemacht hat. Da ging das dann plötzlich. Ja, dann, also die Briten haben dieses Jahr ganz schön viel Pech gehabt mit. Ja, nicht nur Wasser kann in so einen Raum reinlaufen, ja. Auch schnell trocknender Zement kann in so einen Raum reinlaufen. Und wenn das dann der Serverraum der U-Bahn ist, kann das so ein bisschen problematisch werden. Die Lösung war ganz lustig und zwar haben die Zucker drauf gekippt und nun hat man ja nicht Zucker zur Hand, deswegen haben die einmal die Supermärkte in der Innenstadt von London leer gekauft. Der hindert den Zement am Abbinden. Um den Zement am Härten zu hindern. Ja. Ja, aber gut, manchmal muss man gar nicht Zement drauf kippen, damit es mit dem Wasser ein Problem wird. Das kann auch Verunreinigungen geben im Wasser, dafür gibt's Filterinstallationen. Aber ab einem gewissen Nutzungsgrad kommen die Filter nicht hinterher. Also in diesem Fall ging es um Koksreste im Wasser. Und ich fragte uns so, wie viel, also was tun die denn da? Und dann haben wir uns noch ein Dokumentationsfoto umgeschaut und haben eins gefunden. Ja, mit Koks ist, hatten noch andere Leute zu tun, zum Beispiel der Sohn von Joe Biden, dem amerikanischen Vizepräsidenten. Der wurde wegen Koksgebrauchs aus der US Navy Reserve wieder rausgeschmissen. Aber er hat. Ja, was macht so jemand, fragt man sich. Genau, der ja. hat jetzt einen neuen Job. Und zwar arbeitet er bei einer Firma, die ja in der Ukraine Energiepolitik betreibt. Und zwar hat die irgendwelche Gasfelder auf der Krim als besonderes Businessziel. Ja, das ist eigentlich, da ist er auch richtig aufgehoben. In Deutschland überlässt die Polizei da nicht so richtig dem Zufall, sondern die Berliner Polizei ist verurteilt worden, weil sie ein Drogengeschäft eingefädelt hat. Sogar der Richter am Bundesgerichtshof meinten die Richter, dass es sich um eine rechtswidrige Tatprovokation handelte. Wir haben versucht, da ein bisschen Dokumentation zu finden dazu und haben dieses schöne Foto gefunden. Und dann suchten wir noch eine schöne Meldung, die dazu passt und kamen auf eine Warnung in Amsterdam. Da wurde nämlich neulich davor gewarnt, Koks auf der Straße zu kaufen, jetzt nicht aus den üblichen Gründen, sondern weil die Leute da reihenweise umgekippt sind, weil ihnen Heroin als Koks verkauft wurde. Weil das Heroin so viel billiger ist als das Koks. Was uns, ist also eine offizielle Amsterdamer Polizeiwarnung, ja? Also das ist also nicht kein Fake. You will not be arrested for using drugs in Amsterdam. Was uns, was ja. uns zu den Nachrichten aus der Wirtschaft bringt. Nämlich, warum ja, fangen wir mit Erfolgen an. Genau, warum ist das Heroin so billig? Sie haben 7 Milliarden drauf gekippt, um in Afghanistan den Opiumanbau zu unterbinden. Hat nicht so richtig geholfen, wenn man sich die Statistiken anguckt. Sehen wir halt, die kleinen Blauen sind halt, was sie vernichtet haben und die großen Gelben sind, was sie nicht vernichtet haben. Ein durchschlagender Erfolg. Ja, also die Wirtschaft, in der Wirtschaft
geht es eigentlich fast immer nur bergauf, manchmal nicht. Also Goldman Sachs hat, es sollte man vielleicht nicht sein Geld hintragen, zumindest hat Libyen damit so ein bisschen Pech gehabt. Die haben 1,2 Milliarden in Aktien investiert, die in den nächsten 3 Jahren kein Stück gestiegen sind. Es gab dann dieses Souvenir von Goldman Sachs dazu für als Trostpflaster. Aber da gibt es tatsächlich auch erstaunliche Dinge zu berichten. Nämlich, tatsächlich ist ein ehemaliger Goldman Sachs-Direktor verurteilt worden und hat musste in den Knast gehen. Genau, musste tatsächlich in den Knast gehen. So, und da fiel uns eigentlich nur ein, die Helle ist wohl zugefroren. Also im Finanzbereich gibt es ja immer eine Menge so Leute, die sagen so, ja, ist doch alles Verschwörungstheorie und so funktioniert doch die Welt überhaupt nicht und so. Und eines der Lieblingsbeispiele dazu war der Goldpreis. Also der Goldpreis hat sich die letzten Jahre nicht irgendwie so bewegt, wie man von dem Goldpreis erwarten würde, angesichts der Nachrichten da draußen. Und so die ganzen Goldnuts haben alle gesagt, ja, ist manipuliert und so. Und die Wirtschaftspresse so, ach, ich habe doch eine Macke. So, nun stellt sich wer aber würde raus, denn den Goldpreis manipulieren? Genau, wer würde denn den Goldpreis manipulieren? Stellt sich raus. Wie sich rausstellt, HSBC, Société Générale, Barclays, Deutsche Bank und The Bank of Nova Scotia. Ja, die haben den halt einfach manipuliert. Übrigens sehr spannend dieses Jahr, die Statistiken der einzelnen Banken, wie viel sie für die gegen sie laufenden Gerichtsverfahren zurückgelegt haben. Das sind Milliarden Dollar. Wie viel sie in den pro Quartal, nicht pro Jahr, pro das Quartal, sind nicht die Rücklagen, sondern die Ausgaben. Die Rücklagen Ausgaben sind noch für viel mehr Verfahren. Gegen die Deutsche Bank laufen gerade, ich glaube, 70 oder so Verfahren. Also das ist durchaus interessante Lektüre. Ja, es hindert natürlich die Banken nicht daran, irgendwie ihrer Kernpflicht nachzugeben, nämlich halt irgendwie besonders nach so einem Bailout. Ja, die Boni für die Banker oben zu halten. In diesem Fall die Commerzbank, die halt 10-mal so viel für ihre als Bonus ausgeschüttet hat. Trader, also wenn man so Mitarbeiter liest, denkt man mal so, die Leute, die da so in der Filiale sitzen und einmal mit dem Konto auszuhelfen, nee, es geht aber um die Zocker, die kriegen den Bonus. Die tun natürlich auch fürs Bruttoinlandsprodukt und das Bruttoinlandsprodukt steigt ja immer magisch weiter. Ne? Also wir haben uns einmal gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit dem Wachstum, weil Wachstum ist ja das, was die Welt am Laufen hält. Und ein interessanter Trick, dieses Wachstum weiter am Laufen zu halten, ist rein statistisch, indem man neue Dinge in die Statistik nimmt. Künftig werden nämlich auch solche Sachen wie Drogendealen, Zigarettenschmuggeln, kommt alles mit ins Inlandsprodukt, Schwarzarbeit, Prostitution ist schon lange drin dabei, ne? Also es ist halt schon länger drinne. Und das zeigt auch erste Erfolge, nämlich Italien ist nicht mehr länger in einer Rezession. Haben Sie selbst... Da waren Sie selbst überrascht, als die Meldung rauskam. Ja, Italien, wer die letzten Jahre bei uns dabei war, da hatten wir einige Male so Meldungen, dass da irgendwelche gefälschten Bonds aufgetaucht sind in unglaublichen Größenordnungen. Das gab es dieses Jahr wieder. Und beteiligt war die Vatikanbank. Das ist eines der schönsten Bankgebäude der Welt. Das ist dieser kleine mittelalterliche Turm da. Wunderbar. Ja, und da wollten zwei Leute diese Bonds deponieren in Höhe von was? 3 Milliarden Euro. 3 Milliarden Euro. Sind die da auf Papier mit einem Bond in die Bank gelaufen und gesagt, wir würden gerne ein Konto eröffnen. Und die Bank meinte so, gedulden Sie sich mal einen Moment. Wir müssen da jemanden holen. Nehmen Sie diesen Raum da hinten mit der soliden Tür, genau. Ja, die Vatikanbank hat leider etwas weniger Gewinn gemacht. Aber wahrscheinlich nur deswegen, weil sie solche guten Kunden nicht nimmt. Aber ja, der Papst hat vor allem Reinigungsprogramm verschrieben, hat gesagt, also hört mal zu, das dürft ihr jetzt nicht mehr machen. Und dann haben die Banker gesagt, ja, da machen wir aber den Profit. Und dann hat der Papst gesagt, ja, scheiß drauf. Denn in der Sofaritze beim Vatikan sind noch gewisse Rücklagen. Also die haben da so ein paar 100 Millionen Euro gefunden, die halt in irgendwelchen Schatten... Die lagen da halt so rum. Ja, so unterm Kopfkissen und so. Ne? Also die. Ja, vom Vatikan kommen wir zu einer anderen kriminellen... zu einer anderen Partei. Der CDU-Schatzmeister ist erwischt worden. Das heißt, naja, ist nicht erwischt worden, das liegt schon eine Weile zurück, aber der Stern hat darüber berichtet, dass der jahrelang in diversen Briefkastenfirmen höhere Geldbeträge gebunkert hatte, und zwar Bahamas, Panama,
Also das war, ich finde besonders schön dieses Wahlplakat rechts, ja, da weiß man so, genau. Aber du erinnerst dich doch, die CDU hat doch da eine lange Tradition, ne? So Walter Leisler Kiep zum Beispiel, der Meister der schwarzen Koffer und so. Die also, Tradition lebt. Ja, also man kann sagen, sie haben da qualifizierten Experten offensichtlich zum Schatzmeister ernannt. Ja. Der Mann hat übrigens dementiert und gesagt, es seien seine Privatvermögen gewesen, die er da verschoben hat und die seien ordnungsgemäß versteuert gewesen. Ja. Stichwort ordnungsgemäß versteuert. In den USA ist der Wahlkampf ja ein bisschen anders und der wird nächstes Mal noch ein bisschen krasser werden, weil das Supreme Court hat jetzt nämlich das Wahlkampfspendenlimit abgeschafft. Das war offensichtlich zu klein. Ja, da kann man ja gar nicht ordentlich spenden. Ich meine, 123.000, was ist das denn? Ja, also, und sie haben halt beschlossen, das kann halt auch nicht wie Korruption aussehen, egal wie viel Geld man an so eine Partei oder so einen Politiker investiert. Und so einer der... Seit wann führt denn Parteispenden zu Korruption? Ja, haben wir noch nie gehört. Und einer der großen Parteispender in den USA ist die Firma Chevron. Die macht da auch Fracking. Das sieht dann so aus, wenn es mal schief geht. Aber die sind sozial verantwortungsvoll und bemühen sich halt darum, in ihrer Community dafür zu sorgen, dass sie also, wenn ihnen so eine kleinen Unfälle passieren wie dieser da dieses Jahr, dass sie nicht so böse wahrgenommen werden. Da gab es nicht nur Sachschaden, sondern da sind auch Leute ums Leben gekommen. Genau, aber sie sind rumgegangen und haben Pizzagutscheine verteilt. Also an die umliegende Bevölkerung, die haben dann jeweils erstmal einen Pizzagutschein bekommen, weil es halt Brot und Spiele. Ja, dieses Jahr ist ja der Ölpreis durchaus eine wichtige Maßzahl in der politischen Berichterstattung und deswegen haben wir uns mal ein bisschen genauer angeguckt. Die braune Kurve ist der Ölpreis, also Brent ist so die wichtigste Sorte. Wir haben natürlich auch die anderen Preise mit runtergenommen. Aber was bedeutet das eigentlich? So, wir haben zum einen mal halt hier so ein, wie viel Ölreserven sind denn eigentlich in den Händen der OPEC-Länder und wie viel sind denn sonst noch so vorhanden? Und kann denn eigentlich dieses Fracking dazu führen, dass sie überhaupt, also dass es so eine große Bewegung gibt? Und ist das vielleicht ein Zufall, in welchen Größenordnungen diese Bewegungen stattfinden oder kann man da Deutungen vornehmen? Und das ist hier die interessante Kurve. Was wir da sehen, sind in Rot die Länder, die bei welchem Ölpreis ein Budgetdefizit haben, also sozusagen kein Geld mehr verdienen. Und in Blau die Länder, die bei, also jeweils links und rechts, die damit klarkommen. Und was wir sehen, ist halt, dass ein stark fallender Ölpreis trifft eigentlich ja fast alle großen Erdölproduzenten. Also mittlerweile sind wir sogar so weit, dass sich Fracking eigentlich nicht mehr lohnt. Also Fracking ist so, dass man so bei 100, 110 Dollar Ölpreis lohnt sich Fracking darunter eigentlich nicht. Das heißt, was gerade passiert ist, dass diese ganzen Fracking-Firmen auch alle Verluste erwirtschaften. Aber insbesondere erwirtschaften eben auch Russland und Saudi-Arabien Verluste. Das heißt also, dieser Ölpreis ist wahrscheinlich durchaus eine politische Waffe, die da auch gerade eingesetzt wird. Die andere Theorie ist, die genauso plausibel ist, dass die Fundamentalwirtschaftsdaten, die wir so sehen, also was jetzt irgendwie so Wachstum und Bruttoprodukt angeht in der Welt, dass die einfach kompletter Fake sind und dieser Ölpreis einfach den tatsächlichen Ölverbrauch reflektiert, der fällt. Weil die Wirtschaft wir doch kein Wachstum haben? Weil wir eben doch, na doch, also außer bei gut, ja, Prostitution und Drogen. Und Drogen, ne? Aber da braucht man nicht so viel Öl, glaube ich. Naja, jedenfalls nutzen alle Staaten, die sowas haben, gerade einen niedrigen Ölpreis, um ihre Ölreserven aufzufüllen, also ihre strategischen Ölreserven. Auch Deutschland hat strategische Ölreserven. Die sind in einem Salzstock. Also mehreren. Und dieser Salzstock scheint offenbar etwas... Ihr wisst, Salzstock benutzt man für Atommüllendlager, weil die so sicher sind und dann nichts ausläuft, nicht wahr? Genau. Oder man kann sie eben auch für Öl benutzen. Ist also wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Fall, den kein Politiker in seinem Vorgarten hat. Wie bei Fracking, da gab es auch diesen Typen, ne? Ja, es gab auch, ich glaube, es war der ExxonMobil-Chef, der eine private Ranch irgendwo in den USA hat und als daneben gefrackt werden sollte, war er dann dagegen. Nicht aus Umweltschutzgründen, sondern weil das den Immobilienwert gesenkt hat, da hat er argumentiert, aber naja, kann man sich ja seinen Teil denken. Ja, jedenfalls dieser sinkende Ölpreis macht natürlich besonders Russland zu schaffen. Was macht man da? Genau, und Russland hat ja eine eigene Tradition von Gegenmaßnahmen so. Die haben also hier sehen wir irgendwie das neue religiöse Beratergremium von Gazprom. Und wir haben auch gesehen, dass der Rubelkurs fällt und deswegen haben sie dann halt auch mal einen von den Priestern dazu gerufen, den Server zu segnen, auf den
die Rubelzentralbank verwaltet wird. Und wer es nicht so richtig einordnen kann, also die singen eigentlich da so alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, also Soldaten, Flugzeuge, Raketen, also auch Weltraumraketen, Waffen, also die sind da eigentlich sehr flexibel mit dabei. Vielleicht hilft es ja, keine Ahnung. Wirtschaft ist natürlich immer ein bisschen schwierig, so wenn man niemanden hat, der dafür bezahlen mag. Der Staat bietet sich ja da eigentlich immer an. Und erwischt wurde dieses Jahr die Firma Sprint dabei, wie sie für Abhördienstleistungen offenbar die Amerikaner so ein bisschen über den Tisch gezogen haben, was irgendwie das dafür notwendige Geld angeht. Da haben wir uns gefragt, wie kommt es denn dazu? Ist es irgendwie Absicht oder so? Naja, die haben erst versucht, sich juristisch dagegen zu wehren, dass die NSA und Co. bei ihnen die Daten raustragen. Und als das fehlgeschlagen ist, haben sie gesagt, naja gut, aber da können wir ja Geld für in Rechnung stellen. Und als sie sich dann auf einen Preis geeinigt haben, der offenbar deutlich über den tatsächlich anfallenden Kosten liegt, war dann auch bei Sprint alles okay. Ja, die Weltwirtschaft kann man natürlich mit sowas nicht finanzieren. Es gab dieses Jahr einen globalen Stabilitätsreport des Weltwährungsfonds, die meinten so, naja, sieht alles so ein bisschen, naja, nicht so gut aus. So. Und es war sehr komplexe Materie, aber die Vorsitzende des Währungsfonds hatte eine schöne grafische Darstellung dafür, wie groß dann die Stabilität so ausgeprägt ist. Und so. Deswegen. Also die haben eine interessante Metrik sich angeguckt, nämlich wenn man die Firmen insgesamt anguckt als Menge und sie die Größe der Teilmenge betrachtet, der Firmen, die weniger einnehmen, als sie bei ihren Schulden als Zinsen zahlen müssen, gar nicht als Tilgung, sondern nur als Zinsen, wie hoch ist dieser Anteil? Und da kommt man in Europa so bei den Südländern auf Werte zwischen 30% und 40%. Und für Griechenland wollen sie es gar nicht erst sagen. Also nochmal zum Verständnis. So viele Firmen sind eigentlich insolvent, würde man sagen. Also die nehmen weniger ein, nicht als sie zum Tilgen der Kredite brauchen, sondern nur um die Zinsen zu bezahlen für die Kredite. Insolvenzverschleppung. Na, da steckt natürlich die Konkurrenzhärte. Ne? Und da muss man manchmal auch handgreiflich werden. Gab es diesen schönen Fall, wo ein LG-Manager während einer Messe losgelaufen ist, in den Mediamarkt gelaufen ist und da Konkurrenzprodukte beschädigt hat. Und er meinte, er habe nur einen Stabilitätstest durchführen wollen. Wollte eigentlich nur gucken, wie doll die Türen da so wackeln bei der Konkurrenz. Und am Ende haben sie ihn gehen lassen, als er alle beschädigten Maschinen gekauft hat. Ja, wie bleibt man unter solchen ökonomischen Umständen in der Macht? In der Türkei haben sie dann eine besonders innovative Methode gefunden. Und zwar in den Provinzen, wo das so ein bisschen schlecht aussah für Erdogan, war am Wahltag plötzlich der Strom aus. Das war doch, finde ich, so eine sehr innovative Maßnahme. Das wäre natürlich noch besser gewesen, also noch wirksamer, wenn die elektronische Wahlcomputer gehabt hätten. Haben sie noch nicht. Aber auch so ist es wirksam, denn wenn Stromausfall ist und keine Straßenbeleuchtung, dann und vielleicht auch nicht so viel Lust, wählen zu gehen. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema, was uns hier aus persönlicher Betroffenheit am Herzen liegt, nämlich die Kryptokalypse. Die fiel dieses Jahr wieder ein bisschen größer aus. Wir fangen mal an mit einer Meldung aus der Schweiz. Ja, in der Schweiz haben sie offenbar die Experten, die halt da die Schlüssel verwalten für die zivile Bundesverwaltung, naja, die hatten da so gewisse Probleme. Und zwar ist ihnen irgendeine Hardware ausgefallen, weswegen durch einen zentraler Wiederherstellungsschlüssel kaputt ging. Also zumindest konnten sie Dritteinwirkungen ausschließen. Wie sie das können, weiß ich zwar nicht, aber vielleicht war es offline in einem Schweizer Berg. I got nothing. Na, Fehlschläge gab es dieses Jahr besonders attraktive. Wir haben hier mal ein schönes Beispiel bei Apple rausgesucht. Aber man kann vielleicht sagen, okay, der ein oder andere hier im Publikum ist doch, betrifft mich nicht, ich nehme Linux. Ja. Linux lief auch nicht so gut. Da gab es mehrere Fälle. Ja gut, nimmt man halt Windows, nicht wahr? Du, nicht ich. Also jetzt hypothetisch gesprochen. Auch bei Windows lief es nicht so gut. Naja, dann virtualisieren wir halt, ja, das ist ja der Trend. Und das sah gut aus, bis Amazon mal eben ihre Server alle durchbooten musste, um Update reinzuspielen. Tja. Dann war noch die Sache mit dem elektronischen Voting, ne? Ja. Ja, gut.
To-Do. Machen wir, wenn wir Zeit haben. Eine ähnliche Qualitätsstufe ist auch an anderer Stelle beobachtet worden in der Wirtschaft, nämlich bei der Xbox. Da hat ein 5-Jähriger gemerkt, dass wenn er einfach immer Leertaste drückt, dass er dann eingeloggt wird. Das mit der Technik wird ja immer einfacher. Wir können auch hier beim Kongress sehen, dass wir sehr kinderfreundlich geworden sind. Da ist auch Microsoft ganz vorne mit dabei. Da gab es diesen schönen Fall. Ja, gut. Ja, wer mehr Security-Probleme hören will, dem empfehlen wir morgen, oder was ist das, übermorgen? Übermorgen. Übermorgen die Security Nightmares. Da wird das alles in Ruhe im Detail besprochen. Ja, eine neue Sektion, die wir haben, ist die Realpolitik-Sektion. Wer die Kriegsverbrecher da vorne kennt, kennt er sie alle? Ja, wenn es sowas wie einen internationalen Strafgerichtshof gäbe, der funktionieren würde, würden die alle verhaftet. Na gut. Auch wenn wir gerade bei Kriegsverbrechern waren. Genau, also auch einer, der da vorne mit dabei wäre. Ein besonderes Feld der Realpolitik ist ja Pipeline-Politik. Also die Frage, wo geht welche Ölpipeline lang? Da gab es ja dieses Jahr ein paar schöne Meldungen. Joschka Fischer ist ja seit einer ganzen Weile unterwegs als Berater einer Pipeline namens Nabucco, die unter anderem dazu dienen sollte, halt Russland zu umgehen. Und in seiner Eigenschaft als Berater hat er dann auch gerne mal so ein paar Statements von sich gegeben, so wegen, ja, also der nächste kalte Krieg, das wird mit dem Erdgas und so passieren, so schon so 2010. Dummerweise ist dann Nabucco gescheitert, so voriges Jahr. Das Gas aus Aserbaidschan geht dann halt irgendwie nicht über diese Nabucco-Pipeline, für die er sich da eingesetzt hat aus der Türkei, sondern halt über eine andere Pipeline Richtung Italien. Und eines der Felder, wo auch natürlich Fischer da irgendwie heftig unterwegs ist, war dann natürlich auch die Frage, wie kommt denn eigentlich das russische Erdgas sonst nach Europa? Und da gab es dieses Projekt South Stream, wo die Russen durch das Schwarze Meer und dann nach Bulgarien Erdgas leiten wollten. Und das wurde von der EU blockiert. Und diese Pipeline wurde ja als gescheitert erklärt. Und dann hat Putin gesagt, na gut, dann liefern wir das Öl halt beziehungsweise das Gas halt in die Türkei. Sodass nach dem Motto, naja, liebe Europäer, wenn ihr irgendwie nicht mit uns spielen wollt, dann müsst ihr euch jetzt halt mit den Türken darüber einigen, ob die euch Erdgas geben wollen oder nicht. Dann wird er schon sehen, was er davon habt, ob er irgendwie wirklich mit denen spielen wollt. Und Fischer, naja, musste natürlich auch noch irgendwie, nachdem er jetzt mit Nabucco das nichts mehr war, braucht er natürlich... Was macht er denn sonst so? Ja. Wollen wir mal gucken? Genau. Zusammen mit der Ex-Außenministerin Madeleine Albright ist er jetzt auch ein Berater für außenpolitische, unternehmensstrategische Fragen für den Atomkrafthersteller Siemens. Und schon immer ein Kernthema in der Grünen, die Atomkraft, oder? So, kennt man da, kennen die sich aus. Und ein anderes Kernthema der Grünen ist natürlich Freude am Fahren. Deswegen ist Joschka Fischer jetzt auch Lobbyist für BMW. Ja, manchmal überschneiden sich Wirtschaft und Naturschutz so ein bisschen und das geht nicht immer gut. Wir haben dieses Jahr den Fall gehabt, dass Kanada ein Problem hatte beim Pipeline-Bau, weil der Bau der Pipeline die Buckelwale beeinträchtigt hätte, die eine international geschützte Spezies sind. Und da hat die kanadische Regierung kurzerhand das Schutzlevel herabgesetzt für die Buckelwale in ihrem Territorium, damit die Pipeline gebaut werden konnte. Als ob sie da noch nie Probleme gehabt hätten. Ja, wir haben das mal illustriert oben. Mit dem Ex-Anwalt. Ja. Aber nicht nur in Kanada ist Artenschutz so ein bisschen ein Problem. Auch aus Thüringen gab es dieses Jahr eine spannende Meldung. Genau, da hat ein zuständiger Mitarbeiter des Umweltministeriums postete dann folgende Bilder auf Facebook. Der war nämlich Elefantenjagen gegangen. Und lustigerweise... Was hat er denn in Afrika gemacht, fragt ihr? Na, gut, dass ihr fragt. Der war auf einer Konferenz gegen Elfenbeinhandel. Ja, also Realpolitik kann natürlich auch Spaß machen, so Spaß bei der Arbeit sieht man halt immer wieder. Ne? Also die beiden Herren da, japanische und chinesische Ministerpräsidenten, haben ganz offensichtlich sehr viel Freude bei der Arbeit. Die mögen sich. Die mögen sich ganz doll.
Und auch Frau Merkel hat immer wieder durchaus Spaß. Ja, zumindest der Putin hat Spaß. Ne? Der Putin hat zumindest an dieser Stelle Spaß. Aber Frau Merkel mag andere Menschen lieber. Ne? Und dann haben wir Herrn Cameron. Business is great. Also, im Zuge der Realpolitik muss man sich natürlich dann auch mit ein bisschen ungewöhnlichen Forderungen auseinandersetzen. Zum Beispiel aus der Ukraine hat dann Wladimir Klitschko darum gebeten, dass man, ob man nicht deutsche Expertise... Wir bräuchten mal eine Mauer und wir haben uns gedacht, wer sich mit Mauerbau auskennt, das sind doch die Deutschen. Genau, da geht doch bestimmt was, da kennt ihr euch doch noch aus, da habt ihr doch bestimmt noch unterbeschäftigt. Ihr habt doch da ein paar alte Pläne, die wir benutzen könnten. Ja, und wahrscheinlich hat er sich noch an so ein paar alte Broschüren erinnert, irgendwie die CDU war ja schon länger mit dabei. Das, die Ukraine war auch überhaupt ein spannendes Feld dieses Jahr. Ja, also zum Beispiel die was war das? Ach ja, genau, die Außenministerin, die Vizeaußenministerin. Langjährige Beraterin. Genau, die sich mit dem amerikanischen Botschafter in der Ukraine unterhielt. Am Telefon. Und ihr wisst ja jetzt, wo alle alles abhören. So. Hier haben wir den. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together. Ich finde besonders schön, wie der nicht eine Schrecksekunde hat, sondern sofort sagt, ja, genau. Und damit, also die EU wollte sich natürlich darüber informieren. Ne? Und was hat die da gesagt? Was hat die da gesagt? Das Problem war, sie konnten nicht, weil ihre Pornofilter zugeschlagen haben. So, was war das Bild oben links gerade? Habt ihr da aufgepasst? Wir haben es hier nochmal. No. Das war doch die Timoschenko. Und auch die hat dieses Jahr ein YouTube-Problem gehabt. Ja, die hatte auch Sprüche von sich auf YouTube. Also wir scheinen offenbar jetzt mit in der Phase zu sein, wo alle wissen, dass alle mithören und dementsprechend doch alle liegen. Also auch gerade in der Türkei. Da gab es dann Dialoge vom ehemaligen Premierminister, also dem jetzigen Premierminister mit dem Geheimnischef und noch so einem General, die halt einfach mal am Telefon diskutierten, wie sie irgendwie einen Krieg anzetteln können, indem sie halt da so ein paar Special Forces irgendwo hinschicken oder so ein paar Leute aus Syrien, um halt irgendwo einen Anschlag zu simulieren. Und der hilfreiche Geheimdienstchef schlägt das vor, dann kommen halt ein paar Männer aus Syrien. Genau. Und das landete halt eben auch auf YouTube. Daraufhin hat die Türkei YouTube ausgemacht, weil... Aus Gründen. Braucht man ja nicht. Polen war auch kurz davor. In Polen gab es den polnischen Außenminister, der sich auch relativ stringent darüber äußerte, wie... Da fragt man sich natürlich, was macht man da so? Ne? Und der polnische Ministerpräsident Tusk hat sich dann natürlich erstmal von Putin die Regeln erklären lassen und dann mochte er sie offenbar nicht. Dann hat er sich noch von seinem Freund Cameron darüber berichten lassen. Wie macht ihr denn das da so mit der Presse so? Und dann hat er ihm offenbar die Geschichte mit dem Guardian und den Festplatten erzählt. Jedenfalls kam es dann dazu, dass die Pressefreiheit auf Polnisch neu interpretiert wurde. Und was wir hier sehen, ist die Szene, wie polnische Geheimpolizisten versuchen, dem Redakteur einer Zeitung den Notebook zu entreißen in dessen Redaktion, auf dem sich genau diese abgehörten Gespräche befinden, die diese Zeitung publiziert hat. So ist es mit der Pressefreiheit da in Polen. Und die Briten, ja, die sind da auch nicht besonders zimperlich, die sagen schon mal. Nicht nur die Pressefreiheit ist da schon länger abgeschafft, aber die Briten haben auch gesagt, ja, also das mit den Menschenrechten, das inkommodiert uns so ein bisschen, weil wir hier so ein paar Hassprediger gern ausweisen würden und die werden aber zu Hause mit Folter bedroht und das ist uns im Weg und da möchten wir gern die ausweisen können und die Menschenrechte ignorieren können, die Europäische Konvention. Und die haben gesagt, ja, also entweder wir kriegen ein Vetorecht für Entscheidungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Auf die Idee muss man erstmal kommen, das zu fordern. Ja? Oder wir treten da halt aus. Es erinnert so ein bisschen an den Umgang der Amerikaner mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Da gibt es nämlich ein amerikanisches Gesetz, das informell das der Den Haag-Invasions genau, der Den Haag-Invasions-Act heißt, denn er sagt nämlich, dass wenn der Internationale Strafgerichtshof Amerikaner wegfängt, um sie zu verurteilen, dann ist die amerikanische Regierung verpflichtet, mit Waffengewalt die zu befreien.
So kann sich ungefähr das Gesicht der holländischen Regierung zu dem Thema vorstellen. Mach keine Sorge, das passiert ihr nicht. Hm. Ja. Na gut. Aber wo wir gerade beim Umgang der Amerikaner mit Gesetzen waren, das FBI kennt man ja eigentlich als Polizeibehörde. Das ist nicht mehr so. Ist jetzt ein Geheimdienst. Denn die Hauptaufgabe des FBI ist jetzt offiziell nicht mehr Law Enforcement, sondern National Security. Eigentlich würde man denken, die haben schon genug Geheimdienste, aber naja. Ja, naja. Kann man nie genug haben. Gut, ja, dann haben wir nach den Snowden-Entwicklungen haben wir gelernt, dass es da ein Gesetz gibt, was alle Nase lang ausläuft, was die NSA ermächtigt, die ganzen Daten abzuschnorcheln. Und da haben wir uns naiv gedacht, möglicherweise der ein oder andere, naja, dann verlängern die das halt nicht. Habe ich auch mal geprüft, ja, und es stellt sich raus, das wird also turnusmäßig zuverlässig verlängert. Mehrere Male, das läuft irgendwie alle 40 Tage oder so aus, also durchaus häufig. Aber da gibt's nie. Also inzwischen ist es eine Nachrichtenmeldung wenigstens, ja, haben wir wieder verlängert. Naja. Hindert aber die deutschen Dienste nicht daran, irgendwie ganz super Beziehungen zu den amerikanischen Diensten zu haben. Das ist das Wichtige hier. Genau, also der Chef meinte halt also bei einer Konferenz über Cybersicherheit, dass sie also da eigentlich keine Probleme haben. Nach wie vor sind die Beziehungen gut. Und von der NSA geht eigentlich auch keine Gefahr für die deutsche Wirtschaft aus. So. Das war ja auch genau das Problem, wenn wir uns erinnern. Genau. Ja, der Verfassungsschutz als Geheimdienst ist natürlich irgendwie auch genau die richtigen Leute, die wissen, wie man sowas macht so und wie man irgendwie Vertrauen wieder aufbaut, nachdem man irgendwie bei der Finanzierung einer Nazi-Terrortruppe aufgeflogen ist. Deswegen wollen sie halt erstmal 55 neue Stellen für IT-Sicherheit, weil der Verfassungsschutz will auch gerne zuständig sein, wie alle anderen Sicherheitsbehörden auch, für die Cybersicherheit in diesem Land. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer zahlt eigentlich diesen ganzen Unsinn? Beim Verfassungsschutz ist noch relativ klar, aber wer zahlt eigentlich den NSA-Kram? Na, also zum Beispiel den Dagger-Komplex. Gut, es liegt nahe, dass es der Steuerzahler ist, aber welcher Steuerzahler? Und stellt sich raus, auch der deutsche Steuerzahler hat an diesem... Hat der NSA ihre Schnorchelinfrastruktur finanziert. Ja, die Frage ist ja, wie geht denn eigentlich sowas, wie schafft man eigentlich sowas wieder ab? Und eines der Beispiele dafür war ja irgendwie die Firma Blackwater. Ne? Ihr erinnert euch dunkel, die hatten auch schon ein paar Mal in der Show, die halt da sich im Irak und sonst wo überall irgendwie gründlich daneben genommen haben. Wieso sind die eigentlich noch dabei? So, ne? Und da ging es um eine Mordanklage, also durchaus was mit Substanz. Und da hat man ein Untersuchungskomitee geschaffen und die haben einen Untersucher losgeschickt und der hat sich mit dem Chef von Blackwater unterhalten und der hat gesagt, also weißt du was, du müsstest ja für deine Untersuchung in den Irak kommen und da könnten wir dich einfach umlegen. Und daraufhin haben die Untersuchung eingestellt. Und die suchen sich natürlich auch ihre Vorbilder in den Medien. Ja, Apple Software. Mach nochmal. Dein Randgruppenkodex. Nochmal. I could have killed them all. I could have killed you. I'm telling you the law. Not you, it's me. Don't push it. Don't push it. I'll give you a war you won't believe. Let it go. Let it go. Ja, so sieht dann also das Ende von solchen Untersuchungen aus. Tja, da stellt man schon mal die Untersuchung ein. Ja, wir kommen zu einem alten Bekannten, dem Richard Nixon Lame Excuse Award. Und das war ein echtes Problem dieses Jahr, weil es einfach so viele schlechte Ausreden gab. Wir haben das mal ein bisschen zusammenzudampfen versucht, aber da müsst ihr jetzt durch. Es gab auch eine harte Konkurrenz. Also die NSA... Ist natürlich ganz vorne mit dabei. Ja, also es ist nur lawful and appropriate unterwegs. Ein Favorite. Aber wir sind natürlich bemüht, in so einer Kategorie dann auch Europa zu repräsentieren. Genau. Und da bot sich dieses Jahr Österreich an. Der Telekom-Experte der ÖVP hat erklärt, warum Netzneutralität schon aus technischen Gründen gar nicht geht. Ja, geht nicht. Ja, dann gab es ja diesen Fall, dass wieso unternimmt die deutsche Regierung nichts gegen, dass der Drohnenkrieg der USA von Deutschland ausgeführt, also von Rammstein.
gibt es auch klare Aussagen von Ex-Drohnenpiloten. Und die Bundesregierung sagt, wir haben davon keine Kenntnis. Deutschland, Washington hat versichert, dass keine ferngesteuerten Luftfahrzeuge wieder geflogen oder befehligt werden aus Ramstein. Also kein Problem. Und zuständig bei sowas natürlich der Generalbundesanwalt. Der hat dann nochmal ein Statement abgegeben. Den werden wir heute noch häufiger sehen. Nee. You wish. Der Generalbundesanwalt hat festgestellt, also eigentlich gibt es da nichts zu ermitteln, weil Drohnen sind nicht geächtet. So, der Einsatz stellt keine Heimtücke dar. Und sondern? Sondern es ist eine zulässige Kriegslist. Und deswegen will er auch in der NSA-Affäre nicht ermitteln, weil da gibt es keine Zeugen oder Dokumente. Rechtshilfeersuchen würden wahrscheinlich unbeantwortet bleiben. Sie haben es nicht mal versucht. Sie haben es nicht mal versucht, weil, sind die Amis. Deutsche Regierungsstellen wissen es. Moment. Sie haben es nur aus der Zeitung. Und sie hätten versucht, vergeblich von Edward Snowden Dokumente zu bekommen. Dann wollten wir uns natürlich mal einen Eindruck von der Gesamtqualifikation des Herrn machen. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt bin ich besser verständlich. Ich möchte Sie über den Stand im sogenannten SNA-Komplex informieren. Das hat unsere Erkenntnisfragen haben bislang keine konkreten Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die NASA oder das GCHQ den deutschen Telefon- und Internetverkehr systematisch überwacht haben. Hochqualifizierter Mann. Nochmal. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt bin ich besser verständlich. Ich möchte Sie über den Stand im sogenannten SNA-Komplex informieren. Unsere Erkenntnisfragen haben bislang keine konkreten Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die NASA oder das GCHQ den deutschen Telefon- und Internetverkehr systematisch überwacht haben. Ja, wir wissen offensichtlich, wovon wir da reden, nicht wahr? Dann gab es noch ein paar andere tolle Ausreden von ihm, nämlich erstens sagt Das war, glaube ich, gar nicht von ihm, sondern Netzpolitik hat das zuständige Ministerium gefragt, wie denn das eigentlich ist, wenn hier in Deutschland irgendwelche Verschlusssachen aus dem Ausland auftauchen. Und das Ministerium hat gesagt, dass unrechtmäßige Veröffentlichung hebt die Geheimhaltung nicht auf. Das ist ja irgendwie klar. Öffentliche Bedienstete, also auch unsere öffentlichen Bediensteten, dürfen Verschlusssachen nur lesen, wenn sie ermächtigt sind. Und wenn es sich um eine ausländische Verschlusssache handelt, dann wird das behandelt, als sei es eine äquivalent klassifizierte deutsche Verschlusssache. Das heißt auf Deutsch, die hätten es eh nicht lesen dürfen. Und dann fragt man sich natürlich immer, wie geht es denn also eigentlich hinter den Kulissen zu? Ne? Dann gibt es ein schönes Statement von Werner Weidenfeld, einem ehemaligen Amerika-Koordinator, also USA-Politik-Koordinator unter Helmut Kohl. Der meinte so, ja, also wenn es da so um zweitrangige Fragen geht, so, dann meinen die so, ja, ey, könnt ihr doch mit uns nicht machen, wir haben euch doch die Demokratie gebracht, sagen die Amis dann. Und wenn es dann um was geht, meint er, dann kommt das Geheimdienstmaterial auf den Tisch und sagt er so, naja. Das wäre ja schade, wenn das rauskäme. Genau, dann seid ihr dran. Ja, die USA bespitzeln uns aber eigentlich gar nicht, weil die Amerikaner bespitzen uns eigentlich nur, um rauszukriegen, ob wir von den Russen unterwandert sind. Zu unserem Schutz, ja. Ja, es gab noch einen anderen interessanten Fall von einer USA-ansässigen Geheimdienst/Bundesbehörde, nämlich der NRO, das ist das National Reconnaissance Office. Die betreiben die Spionagesatelliten der USA. Und da gab es, weil das ja ein Hoch-Security-Bereich ist, gibt es da turnusmäßig Lügendetektortests, wo die Mitarbeiter alle ihre Sünden beichten müssen. Und ein Mitarbeiter hat da spontan angefangen zu beichten, dass er minderjährige Kinder missbraucht. Und dann würde man denken, wenn sowas rauskommt bei so einer Behörde, dann geht die zur Polizei, aber hat sie nicht gemacht.
Später ist es dann doch rausgekommen und da hat sich dann die NAO, der Justiziar, zu einem Statement genötigt gesehen und meinte, naja, das Opfer ist inzwischen 14. Die hätte ja selber die Polizei rufen können. Und die NAO sind die Leute, mit die solche schönen Logos machen, ne? Das muss man dazu sagen. Die sind das, ja. Ja, moralisch gefestigtes Personal, kann man da nur sagen. Ja, der Einfluss von Fernsehen und so Serien auf Politik interessiert uns ja schon immer. Und wir haben hier ein schönes Beispiel aus England. Da hat nämlich James Cameron gesagt, ja, die Vorratsdatenspeicherung, die brauchen wir, weil ja, man kann doch in TV-Serien sehen, dass es hilft. Wir haben hier mal ein Beispiel rausgesucht, wie das weitergehen wird, ja, wenn wir Mac, auf dem Weg weitergehen. He's posting on his blog. For weeks I've been investigating the Cabby Killer murders with a certain morbid fascination. This is in real time. I'll create a GUI interface using Visual Basic. See if I can track an IP address. Also wir können uns da in England noch auf einiges gefasst machen. Wenn sie dann anfangen, User-Interfaces in Visual Basic zu machen. Ja, ist, ist wieder sehr gefragt, habe ich gehört. Mit der Technik ist ein bisschen schwierig. In Polen haben sich 18 amerikanische Hubschrauber irgendwie verirrt, die auf dem Heimweg aus Litauen waren. Das kann ja schon mal vorkommen. Ist ja nicht so, als wenn wir da heute Lenksysteme hätten oder so. Tja, also offenbar müssen die wohl mal ihre Hubschrauber updaten. Aber auch die Story war so ein bisschen peinlich, weil ein paar Tage vorher nämlich sich ein paar russische Soldaten in der Ukraine verlaufen hatten. Und das war eigentlich nicht glaubwürdig in der westlichen Presse. Ja, wie ist denn das, wenn man so als Strafverfolgungsbehörde eine E-Mail lesen will und die liegt aber gar nicht im eigenen Land, sondern im Ausland? Da gibt es eigentlich Verträge für und Amtshilfe. Kann man dann Amtshilfe beantragen und die örtliche Polizei geht dann los. Das Problem ist, dass man dafür tatsächlich Papierkram vorweisen muss, dass man legitimes Interesse hat, die Mail zu lesen. Und das ist anstrengend in der Praxis. Findet zumindest das. Genau. Justizministerium. Das Justizministerium findet also eigentlich, nee, ist also echt zu anstrengend. Wir brauchen weltweite Zuständigkeit. Genau, wir brauchen weltweite Zuständigkeit, wir müssen überall ran dürfen. Medienkommunikation ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Also da gab es diesen Spruch von Poroschenko, dem ukrainischen Präsidenten, der von einer Invasion sprach. Und das aber korrigierte und meinte so, nee, also keine Invasion gewesen sein. Oh, haben wir Invasion gesagt? Irgendwie müssen wir uns da wohl vertippt haben. So. Kann schon mal vorkommen. Also ein Vorschlag, wie man vielleicht das Problem lösen könnte, unten zu sehen, eine Google Translate schafft es eigentlich meistens. Sehr lustig fand ich dieses Beispiel, wie Inhalte wiederverwendet werden, ne, mit dieser Rakete. Die ist einmal in Russland gelandet, einmal in der Ukraine gelandet, einmal in Israel gelandet. Ja, und obendrein ist wahrscheinlich sogar ein Photoshop. Aber Australien ist natürlich auch immer überall mit dabei. Der australische Generalstaatsanwalt meinte dazu, also um die Stationierung von mehr Militär im Nahen Osten zu rechtfertigen, nein, das ist kein Krieg, nein, nein, wir haben da nur eine humanitäre Mission mit militärischen Elementen. Wir haben dann mal das illustriert. Auch ein sehr großartiges Beispiel für eine nixonwürdige Ausrede war die Verleihung des alternativen Nobelpreises an Snowden dieses Jahr. Der wird seit 18 Jahren im schwedischen Außenministerium verliehen. Der schwedische Außenminister ist Carl Bildt. Dieses Jahr sagt das Außenministerium ab, als ihm bekannt wurde oder klar wurde, wer jetzt der Preisträger sein wird, weil das schwedische Außenministerium wohnt traditionell eher in den Verdauungsorganen der Amerikaner. Und sie haben eine tolle Ausrede gefunden. Aber das hat natürlich nichts mit Snowden zu tun. Genau.
sondern es gab neue Sicherheitsregularien. Ja, das ist völlig klar. Und wir haben noch ein bisschen geguckt und dann gab es da auch tatsächlich ein Gespräch von Karl Bildt, der Herr da rechts, mit der amerikanischen Außenministerin, und dann sagte er, naja, also der kann doch hier nicht. Tja. Ja, wir kommen wieder ins Inland. Da gab es dieses Jahr die Frage, ob das eigentlich rechtens ist, wenn der BND Daten abschnorchelt. Aber die Daten werden ja, wie wir wissen, im Weltall erhoben. Insofern kann da eigentlich nichts schiefgehen. Da kann ja keiner was dagegen haben, nicht wahr? Ja. Auch eine schöne Geschichte aus den USA war, warum denn eigentlich die Polizei den Gerichten nichts davon gesagt hat, dass sie IMSI-Catcher einsetzen, also Abhörgeräte für Mobiltelefone. Der hat eine tolle Antwort. Ja, also der Hersteller hat gesagt, wir müssen hier dieses Non-Disclosure Agreement unterschreiben, bevor wir die Geräte benutzen dürfen. Das war ein längerer Story-Arc, da kommen wir nochmal drauf zurück. Merkt euch den IMSI-Catcher. Genau. Dann gab es ein denkwürdiges Statement von den deutschen Sicherheitsbehörden, warum sie es nicht schaffen, PKK-Kämpfer abzufangen. Denn die sind nicht so blöd wie die Dschihadisten. Im Unterschied zu den IS-Anhängern posteten die PKK-Rebellen auch keine Fotos in sozialen Medien. Deswegen haben die deutschen Behörden Schwierigkeiten rauszukriegen, ob die jetzt nach Syrien fahren oder nicht. Ja, in Kalifornien gab es einen bedenkenswerten Moment der Ehrlichkeit, wo die Frage, warum werden dann eigentlich nicht mehr Leute aus den Knästen überlassen, die Antwort war, wir brauchen die als Sklaven, also spezifisch halt irgendwie in der Waldbrandbekämpfung. Dann gab's und da kam ernsthaft das Argument, naja, Global Warming mag zwar ein Hoax sein, aber wir haben immer mehr Waldbrände, wir brauchen die Leute. In den USA gab es dann noch die schöne Frage, warum halt irgendwie kann die NSA dann eigentlich nicht aufzeichnen, was sie da tut und dafür sorgen, dass sie belastbare Ansagen treffen, was sie getan hat? Ja, ist zu komplex. Find ich super. Also vielleicht mache ich das bei meiner nächsten Steuererklärung auch einfach nehmen. Zu komplex. Es gibt auch positive Aspekte zu berichten. Immer wichtiger wird der Datenschutz, auch bei den Ausreden. Genau. Die NSA findet also, Snowdens Arbeitspapiere können sie nicht veröffentlichen, weil Datenschutz. Sie können auch nicht antworten darauf, ob sie jetzt Abgeordnete abhören oder nicht, weil das wäre ja auch Datenschutzverletzung. Genau. Das Auswärtige Amt kann auch nicht zu Snowdens Asylantrag sagen wegen Datenschutz. Und das Highlight ist, da gab es einen Atomunfall und es wurde die Privatsphäre der Opfer verletzt und wir sagen, wie viel Strahlung sie eigentlich ausgesetzt haben. Was uns direkt zum nächsten Punkt bringt, nämlich dem traditionellen Anatoly Bugorski Award für angewandte Nuklearsicherheit. Wir erinnern uns, der ist benannt nach einem Physiker, der tatsächlich der einzige Mensch ist, von dem bekannt ist, dass er seinen Kopf in den Strahl eines Teilchenbeschleunigers gehalten hat, also so einen großen Teilchenbeschleuniger, nicht einen medizinischen, und überlebt hat. Da gab es einen Fall, der mir wirklich sehr große Freude bereitet hat. Was wir hier sehen, sind Atommüllfässer in dieser Atommüllverarbeitungs- und Isolierungsanlage. Und das ist übrigens eine militärische Installation, da lagern Atommüllabfälle des Militärs, nicht zivil. Und die werden normalerweise diese Abfälle mit Katzenstreu gebunden. Das ist halt so ein Kieselgur, halt so ein Mineralpulver, was halt dafür sorgt, dass es halt trocken bleibt und da irgendwie nicht reagiert. Und dann kam man irgendwie auf die Idee, wir machen jetzt eigentlich alles irgendwie organisch, ne? Also können auch irgendwie auch mal organisch. Biologisch abbaubar. Genau. Aber eigentlich will man es ja bei Atommüll nicht, dass sich das biologisch abbaut. Das hat sich dann biologisch abgebaut. Diese Fässer sind warm geworden, haben angefangen zu blubbern und durch die Gegend zu strahlen, diese Abfälle rauszusprudeln, weil dieser Katzenstreu halt aus Sägespänen war. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Bio-Atomunfall. Die nächste Folie haben wir erst gedacht, ist ein klarer Fall für die Nixon Awards, aber es stellt sich raus. Genau, in Kasachstan ist tatsächlich C-137 einfach von einem LKW gefallen. Ähm,
also wie wird man so ein Atomkraftwerk wieder los? Nicht so ganz einfach. In Stade haben sie es versucht. Sie haben festgestellt, dass die Werte im Sockel des Kraftwerks bis zu 164.000 Becquerel pro Kilogramm waren. Das ist ein bisschen so. Das ist ein bisschen mehr, als sie erwartet haben. Also wir hatten eigentlich einen Geigerzähler mit verbogenem Zeiger gesucht, aber wir haben keinen gefunden. In Großbritannien machen sie ihre Atommülllager bevorzugt an Stellen, wo man sich fragt, wie man auf diese Idee kommen kann. In Küstennähe, und wir wissen ja, der Meeresspiegel wird steigen und erodiert an der Küste rum. Und da kann man schon ausrechnen, wann dieses Lager ins Meer spülen wird. Ja, dann gibt's noch... Es verdünnt sich. Ja, das war wahrscheinlich der Plan auch, ne? In Leibstadt in der Schweiz wurden Löcher ins Primary Containment des Reaktors gebohrt, um Feuerlöscher zu befestigen. So. Und dann haben wir uns gefragt, nach welchem Manual gingen die davor? Dachten wir erst so, ja, die Nuclear Safety Procedures, aber dann haben wir es tatsächlich gefunden, nämlich das. Als sie dann mal ein bisschen geforscht haben, seit wann diese Löcher da eigentlich sind, kam raus, das ist bei einer Inspektion aufgefallen, die nicht mal jedes Jahr stattfindet, sondern nur alle 10 oder so. Und diese Löcher sind da schon seit 6 Jahren. Tja. So sieht denn so eine Inspektion aus. Das fanden sie dann da offenbar vor. Und ja. Neu in der Show ist der Brezhnev Award für Transparenz und Politik in der Gesellschaft. Weiß nicht, wer von euch weiß noch, wer Leonid Brezhnev war? So ein paar. Das war der, bevor irgendwie sie da so eine kurze Folge von lauter wegsterbenden Parteiführern hatten vor Gorbatschow, war so ein Neostalinist, der halt den Laden da wieder zugeklappt hat und also doch für die größere Teile des Kalten Krieges der Chef war. Ihr erinnert euch an diese Geschichte, die wir gerade hatten mit den IMSI-Catcher, mit den Stingrays? Dann ist die ACLU mal fragen gegangen und wollte mal wissen, wir hätten gern mal die Akten. Die haben sich von dem Bundesland, um das es geht, nämlich Florida, haben sie sich die Gesetze angeguckt und die haben ein relativ starkes Informationsfreiheitsgesetz und haben gesagt, ja, gib doch mal die Akten her. Und die Polizei hat gesagt, ja, müssen wir, machen wir mal einen Termin. Und ein paar Stunden vorher rief dann die Polizei bei der ACLU an und meinte, die müssen den Termin leider absagen, weil nämlich der US Marshal Service vorbeikam und die Akten rausgetragen hat. Das ist eine Bundesbehörde. Die ist eigentlich für Gefangenentransporte zuständig. Aber die haben dann mal kurz einen Deputy losgeschickt. Nee, die sind hingegangen und haben zu dem einen Polizisten gesagt, du bist jetzt Deputy, wie man das aus Western kennt. Und du musst jetzt machen, was wir dir sagen, nimm mal die Akten von da hinten und trag sie in unser Auto. Ja. Hohe Standards bei US-Behörden. Wir kommen zur nächsten US-Behörde, die Drug Enforcement Agency, die Antidrogenbehörde. Die machen so verfassungskonform und unproblematische, juristisch einwandfreie Sachen, dass sie uns nicht mal sagen können, wie die Sachen heißen. Wir müssen die mal ein bisschen schneller machen, damit die alle nochmal ins Bett kommen. Neu in der Transparenzoffensive der NSA ist jetzt auch, sie können mittlerweile in Schritten von, die Internetunternehmen können mittlerweile in Schritten nicht von 1000, sondern von 250 veröffentlichen, wie viele Anfragen sie bekommen haben. Deutlicher Fortschritt. Dann gibt es natürlich so ein paar Rückschritte so. Also Merkel wollte ihre Akte sehen, ihre NSA-Akte so. Gibt's nicht. So, so ein US-Gericht wollte irgendwie mal NSA-Akten sehen, so. Dann hat die EFF rausgefunden, dass die offensichtlich ihre Schredder etwas extensiver benutzt haben, weil die Akten waren einfach schlicht nicht mehr da. Nachdem sie wussten, welche Akten interessant sind, haben sie die halt geschreddert. Das ist übrigens der Schredder vom Teufelsberg da. Das ist, Document Disintegration Systems, ein sehr schönes Wort. In Deutschland wollte natürlich auch der NSA-Ausschuss NSA-Akten sehen. Ströbel hat mal eine Akte gesehen. Eigentlich hätte er die nicht zitieren dürfen, aber er hat eine Ausnahme gemacht, weil in dem Fall gibt's nicht so viel zu zitieren. Genau, die fing halt mit der Begrüßung an, dann kam 4 geschwärzte Seiten und dann stand noch unten mit freundlichen Grüßen. Das war so krass, dass sogar die CDU es zu viel fand. Selbst die fand es doof, aber nur der Vorsitzende des Ausschusses, glaube ich, die CDU an sich nicht. Aber wenn es mit dem Schwärzen so anstrengend ist, muss man auch immer machen und so, dann halten sie die Akten einfach zurück, gibt's halt nicht. Auch eine tolle Ausrede war, die Pirate Bay wollte mal wissen, was ist denn eigentlich so in der City of London, das ist so die Spezialkonstruktion für den Finanzdistrikt.
was gibt's denn da so für an Akten über sie? Und da meinten die, ach nö, wir brauchen mal länger als 18 Stunden, um diese Akten zu finden, deswegen kriegt er die nicht. Dann gab es diesen Skandal über den die Geheimdienstkontrollen in den USA. Da ging es also darum, dass die CIA die Senatscomputer gehackt hat, auf denen der Folterbericht entstand. Und zwar war das parlamentarische Geheimdienstaufsichtskomitee, also die dafür zuständig sind, die zu prüfen. Und die haben tatsächlich Akten in die Hände gekriegt, mit denen sie eine Prüfung hätten durchführen können. Und da musste natürlich die CIA tätig werden und da mal reinhacken. Ja, dann haben wir geguckt, wer ist denn eigentlich für Geheimdienstkontrolle und Aufarbeitung zuständig in den USA, und haben tatsächlich den zuständigen Mitarbeiter gefunden. Alles sauber. Ja, die Transparenzoffensive in den USA geht weiter. Ne? Also es gibt jetzt auch eine neue Review Policy für Leute, die früher da mal gearbeitet haben, und die dürfen nicht mal mehr aus öffentlichen News Reports zitieren, die Geheimdokumente enthalten. Ne? Also das heißt, sie dürfen keine Leaks verwenden in ihren. Das war früher so ein Mittel, wie man über was reden konnte, was eigentlich geheim war. Also wo man selber nicht reden konnte, aber wenn es dann schon öffentlich war, dann galt es halt als öffentlich. Deswegen kriegt den Award, den Brezhnev Award, dieses Jahr der Herr Obama. Ja, Fefes Lieblingsrubrik ist ja immer, da war wohl der Zensor pinkeln. Das kommt vor. Ja, wir haben einen Fall gehabt, da hat sich ein US-Abgeordneter geäußert zum Nahostkonflikt. Und er hat eine blumige Metapher verwendet, hat gesagt, na ja, dieser Krieg da, das ist ja wie Rasenmähen. Man muss da halt gelegentlich ein bisschen wegmähen und dann ist wieder gut. Und wir haben mal geguckt, wie sowas... Party's over. Fefe wusste, dass wir jetzt eine Wette laufen. Fefe Witz. Ja, auch unser Regierungssprecher hat manchmal seinen inneren Zensor aus. Es ging halt um die Spionage gegen die Bundesregierung und sagte also, naja, also da gibt es eigentlich keine... Was spionieren die denn da? Genau, es geht doch an das Vertrauen in dieser Partnerschaft zwischen der deutschen Regierung, und weil die müssen eigentlich nur fragen. Wenn die was wissen wollen, dann fragen sie uns halt. Wir genau, sagen doch alles. Sagen wir ihnen alles. Ja, super. In Hongkong ging es darum, wer denn eigentlich jetzt Vorschläge dafür machen darf, wer denn da der neue Chef wird. Es war eine der Forderungen von den Demonstranten, war, dass es eine direkte Wahl gibt. Und da hat der zuständige Statthalter gesagt, ja, im Moment, wenn die alle wählen dürfen, die ganzen Armen, dann sind die Armen alle stimmberechtigt, das geht doch nicht. Ja. Dann gab's ein denkwürdiges Statement vom Bayer-CEO, der meinte, naja, im Moment, die Krebsmedikamente, die wir entwickeln, die sind nicht für die armen Inder, sondern für die Patienten aus dem Westen, die sie bezahlen können. Ja, ist doch klar. Einleuchtend. But we tortured some folks. Da war wohl auch der Sensor pinkeln. In den USA gab es einen bemerkenswerten Fuck-up, wo die Ausreden dann sehr deutlich wurden, nämlich ein Reporter, so ein seriöser NBC-Reporter, hat mal angefragt bei der US Navy, eine normale Freedom of Information Act-Anfrage, und statt ihm eine Antwort zu schicken, haben die ihm geschickt, wie sie seine Anfrage abfimmeln wollen. Also ein ganz großer Kandidat für irgendwie, da ist der Zensor häufiger mal pinkeln, ist Joe Biden, der amerikanische Vizepräsident. Der meinte, ja, also wir haben halt irgendwie versucht, die EU dazu zu kriegen, halt irgendwie was gegen Putin zu tun, so. Und wir mussten die auch ordentlich bullien, um mal aufzustehen und die Kosten dafür zu tragen. Wie das denn so aussieht, ist dann im Wirtschaftsteil zu beobachten. Nämlich trotz der Russland-Sanktionen fängt ExxonMobil, also ein amerikanisches Ölunternehmen, problemlos an, in der Arktis mit Rosneft, einem russischen Unternehmen, zu bohren. Also die sind da offensichtlich nicht so zimperlich. So,
Genau, der Wiener Akademikerball. Da war die Frage, was haben die da eigentlich getan und irgendwie... Da ist der Polizeichef von Wien so ein bisschen entgleist. Und der meinte also, eigentlich ist doch ganz gut, dass da die Rettung da war und dass die, also die Rettung heißt für den die Polizei in Riot Gear, ne? Wie heißt der Rettung in Österreich? Auch sehr fein. Und man hätte da also mit Waffengebrauch vorgehen müssen. Das ist also viel zu defensiv gewesen, meinte er. Stellt sich dann später raus, der war selber Burschenschafter und dementsprechend unterwegs. Machst du ihn? Ja, bei der Polizei gibt es häufiger so Fälle, dass Polizisten angeklagt werden wegen angeblichen Gewaltvergehen gegen Demonstranten oder so. Und da werden dann andere Polizisten als Zeugen gerufen und die erinnern sich dann häufig an nichts. Und wir hatten dieses Jahr einen Fall von einer spontanen Genesung eines Polizisten. Da ging es also um die NSU und da war vor dem... Mehrere Kollegen von ihm hatten schon ausgesagt, dass sie sich an nichts erinnern können. Und interessanterweise hat er dann spontan entschlossen, sich doch relativ frisch... Relativ frisch entschieden, mich doch zu erinnern. Ein Wunder! Manchmal kommt's ja auch in so Blättern aus dem fernen Süden, wie zum Beispiel den Dresdner Neuen Nachrichten, zu spontanen Anfällen von Wahrheit. Da wurden also die... Der klare Gewinner der Zensor-Pinkeln-Rubrik ist auf jeden Fall natürlich Dick Cheney, der sagt halt also... Ja, wie, na klar, haben wir gefoltert, gar keine Frage. Moment, er hat nicht gesagt, also dass dieser Folterreport sagt, dass unsere Intelligence Agencies durchgedreht sind und es als sozusagen auf ihre eigene Kappe gemacht haben, stimmt überhaupt nicht. Die waren voll unter unserer Kontrolle, wir wussten, was die tun. Und der ist in mehreren Schritten entgleist. Er hat gesagt, klar haben wir gefoltert, dann hat er gesagt, ja, natürlich wussten wir das. Und dann hat er gesagt, ja, na klar hat der Bush das auch alles abgenickt. Also der hat nicht nur sich reingeritten, der hat einmal seine Kumpels mitgenommen. Ja, unsere vorletzte Rubrik, glaube ich, ist die Polizeiarbeit. Also ich finde diese Weste muss ich eigentlich mal haben, glaube ich. Ja, also in den USA ist natürlich der besonders reiches Feld. Also die kommen sie mit erhobenen Händen aus dem Fahrzeug. Sieht kennt man aus dem Fernsehen. Sieht in den USA so aus. Das Fahrzeug war schon eingeklemmt und kam nicht mehr weg. Danach haben sie das Feuer eröffnet. Ja, also... Aber in Deutschland sind wir natürlich einen Schritt zurück. Ne? Also in Deutschland wird ja derzeit im Jahr so viel Munition von der Polizei verballert wie bei den Amerikanern bei einer einzigen Festnahme. Also von der gesamten Polizei versus bei Amerikanern. Aber das soll sich ändern. Also es gibt jetzt auch neue Waffen-Ausbildungsstandards, wo dann die Ausbilder so Sprüche bringen, was so bei uns der Friseur der Kamm ist, bei uns die Waffe. Wir haben das mal versucht, so ein bisschen zu illustrieren. Demnächst auch in ihrem Polizei. Genau, demnächst auch bei ihrer Polizei. Die Amerikaner sind natürlich viel weiter vorne. Also gab's. Die sind vor allem für ihren Pragmatismus bekannt. Da gab es also einen Fall eines DHS, also Department of Homeland Security Directors, der seinen Laserpointer vergessen hatte und dann halt einfach den Ziellaser von seiner Pistole verwendet hat. In einem Hochsicherheitsbereich, in dem gar keine Schusswaffen hätten sein dürfen. Vor einer ausländischen Delegation anderer Polizeichefs. Ich meine, man kennt es ja, wie das so aussieht, wenn so Polizisten... This is a Glock bullet. It's dead, too short. All of them talking about Glock 40. Okay, I'm the only one in this room professional enough that I know of to carry this Glock 40. I'm the only one. Schusswaffensicherheit wird großgeschrieben in den USA. Ja, in Österreich hatten wir ja zwischendurch eine Vorratsdatenspeicherung und da konnte man mal sehen, was diese Vorratsdatenspeicherung so an toller Polizeiarbeit ermöglicht. Also wir sehen da so, was so für sie eingesetzt wurde, also Diebstahl, bisschen Drogen, sowas, Stalking, also alles die ganz gefährlichen Sachen. Und in der Mehrheit der Fälle haben die Daten nicht mal einen Beitrag zur Auflistung leisten können.
Das ist ein Muster, was man häufiger sieht. Auch in anderen Ländern gab es interessante Statistiken. Zum Beispiel gibt es in den USA den Patriot Act, der der Polizei erlaubt, mal eben eine Durchsuchung durchzuführen, ohne einen richterlichen Beschluss zu haben. Und da gab es über 11.000 Fälle im Jahr. Und davon waren 51 Terrorismus-related. Und dann haben wir auch gesehen, dass so die in den USA jetzt so diese Aufrüstung stattfindet, also dass die Polizei jetzt eher so daherkommt als irgendwie als normaler Streifenpolizist. Und dann wollte die SEU mal rausfinden, in wie viel Prozent der SWAT-Fälle gab es denn eigentlich einen Grund dafür? Also so mit Geiselnahmen und Verbarrikadierungen und Schusswaffen und so, stellt sich raus, 7%. Aber Polizeiarbeit wird noch moderner. Wir haben jetzt also demnächst auch in Berlin und in Bayern Predictive Policing, also da setzen sie Software ein, um statistisch zu ermitteln, wo sie jetzt besonders viele Streifen einsetzen sollen. Das hat auch großartige Erfolge gezeigt. Also in den ersten, glaube ich, 2 Monaten des Einsatzes in Bayern haben sie 3 Wohnungseinbrüche mehr aufgeklärt. Wir können also gespannt sein. Aber Datenbanken funktionieren ja, wie wir wissen. Ja, zum Beispiel die Datenbank der Terrorverdächtigen in den USA. Da sind nämlich neu dazugekommen 1,5 Millionen Namen in den letzten 5 Jahren. Nach ausführlicher Prüfung, da bin ich mir sicher. Die Polizei ist natürlich in der Regel auch immer sehr verhältnismäßig unterwegs. Also da hatten wir hier so die Räumung einer kleinen Pizzeria in Wien, die halt von irgendwelchen anarchistischen Hausbesetzern betrieben wurde. Das sah dann ungefähr so aus. Und dann denkt man sich, da muss aber schon ordentlich was unterwegs gewesen sein. Also mit einem Panzer sind sie da hingefahren, um diese Pizzeria zu machen. Ja, wie viele Beamte sind denn das? Ja. So, und haben wir mal die Presse gefragt. Stellt sich raus, das waren 19 Besetzer von 1.700 Beamten. Das ist schon irgendwie eher stolz. Und auch ansonsten kümmert sich die Polizei natürlich um wichtige Dinge. Also im Ärmelkanal zum Beispiel hat ein Extremschwimmer versucht, den Ärmelkanal zu durchqueren, wurde für verwechselt und von der Polizei abgefangen. In Sachsen wurde seit vielen Jahren ja ermittelt gegen die sogenannte Antifa-Sportgruppe. Und da wurden dann so richtig viele Handys irgendwie erfasst und Funkzellenabfragen gemacht. Und das war der Vorwand für diesen Skandal, an den sich vielleicht der eine oder andere noch erinnern wird. Genau, und dann gab es diesen Skandal ja, und dann hat die sächsische Presse, die ja immer eigentlich hinter der Regierung steht, also, gab es dann so Kommentare in der Sächsischen Zeitung. Also diese Kritik an der Polizei ist völlig überzogen, weil es muss ja... Also, es geht hier um eine Antifa-Sportgruppe, das sind alles linksextreme Terroristen. Also, und jetzt kam raus, die gibt's gar nicht, gab es auch nie, alle Fälle eingestellt. Gab es eigentlich nicht. Kann ja mal passieren. Wenn es dann halt irgendwie mal zu Ermittlungen kommt, ist halt auch nicht so einfach. Ne? Also in Berlin, Strafsenat für Wirtschaftskriminalität, der hat dann ein Problem gehabt, dass irgendwie viele Akten halt jetzt mittlerweile nicht mehr auf Deutsch sind. Hat gesagt, so nee, die gucken wir uns nicht an, weil die Gerichtssprache hier ist Deutsch. Das heißt, wenn ihr also in Deutschland Dinge tun wollt, macht sie nicht auf Deutsch. In Australien gab es einen schönen Fall, wo sie einen Koffer mit 230 Gramm Plastiksprengstoff haben stehen lassen, die Polizei, nach einer Übung. Der wurde nach einem Monat entdeckt. Moment! Der Koffer wurde zufällig entdeckt, weil eine Fluggesellschaft, eine Passagierin, deren Gepäck verloren gegangen war, den herrenloser Koffer als Ersatz angeboten hat. Und wir haben auch ein Foto gefunden von dem für diesen Fund zuständigen Suchhund. Aber moderne Technologie funktioniert natürlich irgendwie toll. Also jetzt so elektronische Fußfesseln sind auch so super, dass so irgendwelche Salafisten damit einfach direkt ausreisen können. In den USA hat eine Polizeibehörde mal eine Facebook-Seite aufgesetzt, um einen Verdächtigen anzulocken. Es ging um ein Drogendelikt, also DEA war zuständig und die haben die Freundin von dem Mann verhaftet, ihr Telefon beschlagnahmt, auf dem Telefon so Halbnacktbilder gefunden und daraus ein Facebook-Profil aufgemacht, um den Mann anzulocken. Also wer sich fragt, wie diese ganzen Bilder ins Internet kommen, die DEA. Ja, aber natürlich sind irgendwie... Es gibt auch moralisch gefestigtes Personal. Dann gibt's bei den Behörden, wir wollen ja nicht alles schlecht aussehen lassen. Da gab es also einen State Trooper, der also an einer Verkehrskontrolle erstmal die Insassen fragte, so, ob sie denn schon
Jesus Christ akzeptiert haben als ihren Herrn und ob sie zugeben, dass sie gesündigt haben. Und da fielen uns dann irgendwie nur noch diese ganzen Tele-Evangelisten ein. Ja, man braucht natürlich moderne Managementmethoden halt für die Polizei so und in Erfolgsmetriken, sowas. In Berlin, die Bundespolizei hat offenbar eine Fangquote und dann sind die losgegangen und haben auf den Bahnhöfen betrunkene Obdachlose eingesammelt und denen irgendwas angehangen. Also die haben halt einfach gesagt, so hier, du da, du bist besoffen, nehmen wir dich mal mit und dann kriegst du halt irgendeinen Diebstahl oder irgendwas angehängt. Und dann haben wir uns halt gefragt, so, okay, naja, okay, wenn man so eine Quoten hat, wie macht man sowas? Welche Metriken setzt man da an? Und vielleicht könnte man es ja auch so nach Größe und Gewicht machen. Man geht ja eigentlich nach der Schwere des Falles. Das genau. Haben wir mal ein bisschen. So, und Größe und Gewicht bieten sich da an und dann gäbe es doch echt interessante Lösungen. Ja, unsere traditionelle letzte Kategorie ist der Balls of Steel Award. Genau, da gab es dieses Jahr. Eine harte Konkurrenz. Sehr gefallen haben uns die Proteste in Großbritannien gegen die Pornogesetze. Ihr erinnert euch dunkel, Pornos in Großbritannien, da darf jetzt eigentlich nur noch Blümchensex gezeigt werden. Alles andere ist irgendwie, also insbesondere was Frauen Spaß machen könnte, ist jetzt eigentlich verboten. Und die Proteste sind ganz großartig. Also wir hätten nur noch 20 Bilder unterbringen können, aber wir dachten uns, jetzt sind wir langsam auch schon knapp an der Zeit. Sehr großartig waren die Proteste in Hongkong. Dieses Bild oben links ist ja wohl die Krönung, oder? Ja, also da nehmen sie einen der angeblichen Redelsführer fest so, und der erinnert so ein bisschen an Matrix, so, ne, wenn sie so halt so Achteragenten brauchen. Sehr schön finde ich auch dieses Plakat, was sie da halten. They can't kill us all. In Ungarn haben die Proteste Erfolg gehabt, fand ich sehr gut. Da ging es darum, dass sie eine Internetsteuer einführen wollten, die also nach Datenmengen abgerechnet wird. Das war nicht populär bei Smartphone-Besitzern, wie man hier sehen kann. Genau. Ein sehr schöner Fall von Zivilcourage war, die MPAA in den USA hat Citizen 4, den Film, den wir gestern gesehen haben, mit einem R-Rating gestraft, also dem nicht für Jugend freigegebenen Rating, was also meistens Gift für einen Film ist. Und da haben sich aber einige Kinos gesagt, da machen wir nicht mit. Und sehr schön war hier dieses IFC Center, die sagten, wir finden, dieser Film ist essentiell für jeden, der wählen gehen darf und der sollte ihn gesehen haben, deswegen zeigen wir ihn halt trotzdem. Sehr gut. Positiv aufgefallen ist uns dieses Jahr auch Thilo Jung, der ist auch hier, glaube ich, der tatsächlich es sich zur Aufgabe gemacht hat, in der Bundespressekonferenz irgendwie immer nachzufragen und wirklich nachzufragen und nochmal nachzufragen und nachzubohren und nochmal nachzubohren, finde ich sehr gut. Und so Fragen zu stellen, wie wann denn die Anklage kommt gegen Cheney und Co. Genau, und warum denn nicht. Wo dann so hauptsächlich Gestammel kommt. Das finden wir gut und wir rufen ausdrücklich andere Journalisten auf, das auch zu tun. Genau, denn das fehlt. Und als Belohnung, wenn man sowas macht als Journalist, gibt es dann auch so das Gesicht des Regierungssprechers, wenn er sieht, dass man reinkommt, der guckt dann nämlich so. Und wenn man sowas nicht tut als Journalist, dann kann das halt schon mal dazu führen, dass die Leute auf der Straße ein bisschen unruhig werden und halt irgendwie traditionelle Mittel des Protests mitbringen. Daraufhin wurde dann auch gleich erstmal das Demonstrationsrecht in Spanien eingeschränkt. Du kannst auch nicht vorstellen, warum. Eine sehr schöne Aktion. Dann gab es einen Mitarbeiter des Ku Klux Klan, der auf dem Twitter sein Coming Out gefeiert hat. Also nicht ganz freiwillig, ne? Also der Ku Klux Klan. Es gibt auch alternative Erklärungen, aber die finde ich schöner. Hatte sich in Ferguson halt mit Anonymous angelegt, die daraufhin dann auch nochmal gleich den nächsten Ku Klux Klan-Account übernommen haben. Und der Gewinner dieses Balls of Steel Award dieses Jahr sind zwei deutsche Künstler, die es geschafft haben, auf der Brooklyn Bridge in den USA, in New York, eine weiße Fahne mit Stars and Stripes zu hissen.
Wir dachten uns so, naja Gott, das ist eigentlich nicht so... Klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber genau. New York ist nach wie vor seit dem 11. September im Total-Terror-Lockdown. Genau. Und die Lokalpresse hat entsprechend reagiert. Die meinten nämlich, dieses Jahr war es eine Flagge, nächstes Mal könnte es eine Bombe gewesen sein. Diese Brücke wird rund um die Uhr bewacht von Wächterpersonal, nicht nur von irgendwie Kameras, sondern da stehen tatsächlich Leute, um diese Brücke zu bewachen. Ja, also das ist nicht so einfach, nicht nur vom darauf klettern, sondern überhaupt auf die Brücke zu kommen als Fußgänger ist schon mal ein Problem. Insofern, das war schon eine Aktion. Ja, und damit wünschen wir euch wieder eine schöne Krise und ein schönes neues Jahr. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Frank. Ist das Bombenentschärfungskommando anwesend? Nö, das passt schon. Ich hab das überprüft backstage. Ein Bombenprogramm hier. Total awesome. Vielen Dank. Lass uns diesen Saal geordnet räumen. Das Ei bleibt da. Das ist doch... Je länger ihr euch vom Ei fnorden lässt, desto länger muss ich hier stehen. Das ist wirklich leer. Ich bin heute überzogen. Nur nicht ganz zwei Stunden.